Schachtel, bevor du dein Mikrofon einstellst oder sonst irgendeinen Scheiß machst. Ja, du weißt es, aber es ist freilich weiß ich, wie das ist. Timmy Boy, kriegst du dich daheim, weißt du eh, wie es ist. So, jetzt sperren wir mal das scheiß Mikrofon, weißt du eh, Bürger wo, ich höre immer nur Bürger wo. Hör mich überhaupt selber irgendwann einmal. Jetzt irgendeinen Scheiß machst. Ja, Herrgott selig, Zeit ist geworden. Grütze, fix nochmal. So, hab ich! Jetzt am I, eins Bürger, eins Montag, 20 Uhr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, leg mir doch am Arsch! Das darf ich nicht mehr sagen. Mittlerweile haben wir ein paar Schneeflockerl in der Community, hab ich das gefällt. Egal. Habe die Ehre an, ist bei denen Dominik, den Mike, den Forest Quarter, den Firehunter, das Umselglück oder die Umselglück, das haben wir immer noch nicht rausgefunden. An den Riesen Mike, an den Staudi, an den Martin, an den Jacke, an den Steffi. An den Firehunter, den Basti, den Winky, den Jacke, nochmal einfach, weil er zweimal geschrieben hat, an den Forest Quarter, an den Robert, den Nieren, die Farbdose, an den Baumgarten, an den Eichenbahn, an den Hubersepp, an den Staudi, an die Tami, oder den Tami, die Tami, das Tami, das wissen wir nicht. An den Hubersepp, an den Brox, an die Waffeltrage, an den Stator, an den Batman, jetzt muss ich ein bisschen Lobes kriegen, weil sonst kenne ich mich überhaupt keinen Stecker mehr aus, an den Maxnix, an den YBO und den Rest der Moderatoren, ich weiß nicht, wer heute da ist, ist halt irgendjemand da außer der YBO, ich weiß es nicht. Dragzap! Ja, geil. You find I zwar besser, aber die Last of Us. Reihe Hot statt Horror dafür mehr Action und Peng Peng. Ey, das so hoffe ich, Mr. Drankrai, merci as always, Kuss auf die Nuss. Das ist ein Naughty Dog Game, das kann uns nicht enttäuschen. Ich habe zwar noch nie Uncharted gespielt, mal ganz kurz, da gehen wir nochmal dazu. Ich wollte mir eigentlich vor dem Stream noch irgendwie Zusammenfassungen von Teil 1 bis 3 irgendwie anschauen. Aber da ist nichts draus geworden. Was da denn aus? Ein Resub! Timson Boy! Mir ist wieder ein 16 Monate auf geilen Stream, Mitglieder Montag. Nein, nix Mitglieder Montag. Es gibt nur ein Mitglieder Micke, den anderen führen wir erst gar nicht ein. Nix da. Tim. Hä? Was jetzt zweimal. Ich kenne mich von lauter Timmys, kenne ich mit dem Maus! Leer, okay, das ist der Leerzeichen, Timmy, okay. Nein! Warum? Wir haben ja 4 Sekunden da und es sind schon wieder Donations hier. Waffelzep! Hier rein in einen weiteren Mega-Stream, Boba. Bobber! Was? Wer ist jetzt da überhaupt da? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Habe ich dort rein in einen weiteren Megastream? Bobber! Waffeltrage, 25 sind 2 und du weißt es. Herr Köth, 27 sind auch 2 und du weißt es. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Danke für den Resub. Habe die Ehre heute zur Pimmelung. Ich bin sehr gespannt, was anschaut. Was ist denn da schon wieder? Meine Güte, Mann, jetzt ist die ganze Sushi gegangen, jetzt ist es wieder hier. Spaß, Herr, mit dem Spui? Ja, es wird ganz viel Spaß, mit, weiß ich nicht. Scheiß auf Schneefli. Scheiß auf Schneeflicker. Ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Weiß ich nicht, ob ich Spaß habe mit dem Spiel. Wenn es ein Bullshit-Spiel ist, dann werde ich es euch schon wissen lassen. Wie letzten Mittwoch. Was übrigens einer der meist aufgerufenen Streams jemals war. Falls es irgendjemand interessiert. Offensichtlich hat es sehr viele Like getriggert, dass Skull and Bones. Nein, sag's nicht. Nein, sag's einfach nicht. Vielleicht, sagen wir es sanft ausgedrückt, keine 4 A's hat. Nix Quadruplay. Timmy Boy, Tammy! Oh, die Tammy! Ja, okay. Danke für deinen Resub. Tim, schon wieder ein Tim. Der Chef, hast du ACDC-Karten oder nicht so dein Ding? Alter, bevor ich Geld für ACDC ausgib, bringe ich mich lieber um. Ich hab bloß irgendwo mitgekriegt, ich glaube im Podcast. Hat der Kani kurz erwähnt, dass er Karten 180 Euro kostet. Hey, muss ja jeder selber wissen. Aber gut, ich werde nicht mehr recht viele Konzerte geben, aber das gefällt. Wer da Bock drauf hat, hauen sie rein, aber mit den 180 Euro, weiß ich nicht, kaufe mir ein Chinesenkind, das mir Bugel immer ansteigt. Hey, Bam, jetzt wieder ein Resub. Ich glaube, jetzt wieder ein Zwickel, schöne Grüße dann in den LKW. Wo stehst du umeinander? In Nürnberg steht er umeinander. Das ist gut, das musst du immer dazu schreiben. Herr Bam, jetzt wieder ein Resub. Wer ist überhaupt dran? Ich käme nicht mehr! Es eskaliert schon wieder komplett, diese verdammten Montage. Warte mal, Servus, Jungs, geilen Stream, bester Mann. Im ersten wieder 5, Mr. Stator, 10, 1, 2, und du weißt es. Oh, sehe, wie es ist. Freilich weiß ich, wie es ist. Bumm. Sturmler, geil, im ersten wieder ein Resub. Aber 21 Monate haben wir zusammen. Ich sehe es. Aber dann kommt da, hätte man schon wieder einen Timmy, der da ums Eck halt gereiht. Kommt mit 51 Monaten ums Eck. Das ist der absolut herre Pimmelvergleich. Ja, kennt ihr ja in den ersten 10 Minuten. Übrigens, vielleicht haben wir ja mal irgendjemanden Neuen hier. Ja, das ist seit 5 Jahren ist es so, dass die ersten 10 Minuten machen andere Streamer einen Countdown und sitzen noch nicht mehr da. Ich sitze einfach da, labert irgendeine Scheiße und leider eskalieren. Ich weiß nicht, was das so ist. Hat sich einfach so eingebürgert. Sabine! Das ist ein guter. Muss ich mal schauen. Das ist immer nur mein. Ja, sag ich dir, das ist mein Favorite Animation. Sag ich dir, was ist. Frau Meisel! Dankeschön, schöne Grüße nach Österreich zurück an unsere Lieblingsnachbarn. Herz als Bam, ab dafür. Herr Leffler, mir ist wieder 5, heute direkt aus der neuen Wohnung am 77 Zoll TV. Schau's gleich schärfer aus. Ja,
Ja, die Animation wird aber auch nicht langweilig. So schnell. Hoffe ich. Sumselglück. Der Sumselglück. Jetzt weiß ich es. Danke dir. Kuss auf die Nuss. Crash Move war am ersten für den Zwickel. Ist ja gut. Bizzini. Ich nehme mir ein Nütchen Kraut. Ja, ein Nütchen Bock. Nom, nom, lecker. Ja, ein Nütchen Kraut. Nom, 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 nom. Weil ich schon den ganzen Tag als Ohrbaum hab. Jetzt haben wir endlich die scheiß Donation Sound Scheiße aus und jetzt kommen sie wieder daher. Kruzifix. Stefan, Kuss auf die Nuss, mir ist es wieder ein Euro. Baudo! Nicht angezeigt wird. Da war ich hier, dafür lese ich es vor. Vor, fange ich automatisch auch zum Bein an, wenn sie jemand Baudo 1991 nennt. Mir ist es wieder Mitgliedschaft, welcome to the squad. Der Meister nah ist fresh. Schöne Grüße aus der Oberpfalz, woher einer sonst bei euch bleibt mir am schönsten. Und herzliche Grüße. An Anderl. Ich weiß nicht, wer der Anderl ist. Ich glaube, wir haben genauso viel Anderl in der Community wie Timmys. Aber Timmys sind, glaube ich, immer... Timmys sind so die neue Florian. So ist ja gut jetzt! Haben wir jetzt dann bald fertig mit dem... Weiß ich nicht, Lohnbeutel ins Internet schütten. Pro-Zuschauer, mir ist wieder ein Resub. Julia, mir ist wieder ein Euro. Servus am geilen Stream. Bussi aufs Nussi und Jenny Chris und Steffi und Maki. Was? Moment. Schmidt-Team, mir ist wieder ein Euro. Hier noch ein Team. Freilich, wir haben noch nicht genug Teams. Dann kommt der Alex aus Österreich. Der habe ich nicht angezeigt, wird aus irgendwelchen Gründen. Läuft wenigstens der Stream halt flüssig. Ja? Geht halt mein Internet verbinden. Das war eigentlich einmal wichtiger anstatt der Krampf da. Alex aus Da kriegst du irgendwas von meinem Haus gekriegt. Ja, so weit wäre es okay, dass irgendjemand zur Bank geht. Ja, grüß Gott. Ja, ich hätte gerne einen Kredit. Ja, für was? Ein Haus bauen, ein Wohnung kaufen, ein was weiß ich, ein Auto finanzieren oder so. Nein, ich kenne da so einen lustigen, porterten, fetten Vollidioten im Internet. Und ja, genehmigt. Herzlichen Glückwunsch, Alex, merci dir. Ist keine Ahnung, merci für den Resub. Roman, merci für den Resub. Und jetzt kommt noch der Löwensepp und dann haben wir es hoffentlich bald einmal 10 nach. Nein, haben wir es. Ah, leck mir mal schon, was war denn das jetzt? Ah, der alte Mann hat sich wieder weh, weil er zweit nach rechts geschaut hat. Na, stopp, noch, in meinem Fall nach links. Ah, was war denn das jetzt wieder? Grutze, fix nochmal. Ich kotze. Haben wir jetzt einmal Glitzi, wer ist der Glitzi? Glitzi, du bist seit 36 Monaten dabei und dein Name ist mir nicht. Wie sagt man da? Schöne Grüße aus Oberbayern, Alter, sagt er, schöne Grüße zurück, ich rede einfach nichts mehr. Ketten und Merci, es ist unfassbar, es geht 10 Minuten ununterbrochen durch. Es ist unfassbar. Glitzi, Merci, der Kettenhund. Uncharted ist der neue Quadruple Shit, Alter. Packen wir's oder was? Grace aus der Oberpfalz, mal weiter. Das ist schon so viel Oberpfälzler. Die haben jetzt dann gleich wieder beleidigt, weil ich gesagt habe, sie bein. Grüße aus der Schweiz. Und warum haben sie grantig? Weil sie wissen, dass ich recht habe. Oh, der Magmus! Da war ich gehört! Wack! Achtung! Kurze Trivia, Orks moin Sachen rot an, weil sie meinen, sie fondern schnell. Klingt komisch, ist aber so. Herr Wagboss, merci für deine Mitgliedschaft und welcome to the squad. Framson, merci für deinen Resub. Edna, Heppenbauer! Weiß ich nicht, ist der Heppenbauer zufällig der neue Austrian HD? Kann das sein? Hast du das nicht sogar schon mal gesagt? Hey, schon hier, PlayStation Controller. Nein, warte, heute ist, hey, schon hier, Kaffeetass. Mit dem Donkopf drauf. Herzlichen Glückwunsch. Eppenbauer, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Halt, Donations sind halt auch schon wieder kaputt. Keine Ahnung. Merci dir. Bitte zusammenreißen, nicht eskalieren. Wir haben noch genau Wort, ich muss die Uhr aufmachen. Wir bauen uns jetzt dann da einen Countdown ein. Ja, das machen wir wie beim Teleshopping. Nur noch 2 Donations left. Zuschlagen, bevor es gut ist. Maxi! Kuss auf die Nuss. Merci dir. Schluss jetzt. Eppenbauer, merci dir. Das ist wieder ein neues Mitglied. Das ist doch ein Mitglied am Montag. Da war ich gern! Oh, du bist doch auch schon 1000 Jahre dabei. Vor allem bei dir weiß ich es, weil du Eichelsau so schreibst, wie du das schreibst. Das schreibt sonst, glaube ich, kein Mensch so. Wo? Ein Baumau da oben, der Baudaumau! It is what it is. Haben wir es jetzt an! Löwensepp! Ich bin aus der Oberpfalz. Löwensepp? Das hast du mit Sicherheit schon mal gesagt, weil irgendwas dämmert in meinem Alzheimer-Hirn umeinander. In meinem Scholz-Hirn. Ja, irgendwas dämmert, dass du es schon mal gesagt hast, aber ich merke mir auch nicht alles. Was soll ich mir Neues merken? Sag, Goldi, mir ist wieder ein Zwiegel, hey Birger, Grüße vom bayerischen Migrationsösterreicher aus Hannover. Was? Wie, was jetzt? Bayern, Österreich oder Hannover?
Bleibe du bist, deine Streams zeigen mir, Bayern ist das Schönste, was es gibt. Kuss auf die Nuss, okay, bye. Schönen Stream, Nachschau Squad. Mr. Goldi, Kuss auf die Nuss, merci dir. So, Christian, Sonntag, Ruhetag, du bist jetzt der Letzte, du schlürst jetzt die Eskalation ab, weil jetzt gelangt es dann. So, also machen wir aus. Mac, der GM Christian ist auch schon Ewigkeiten dabei. Ich habe gehört, der Schmidbauer Money ist der Vater vom Chuck Norris. Das ist gut, das ist durchaus möglich. Sonntag, Ruhetag, wie nennt man den Boomerang, der nicht zurückkommt? Stock. Stock. Tipf, tipf. Merci dir, Leute, Dankeschön im Allgemeinen. Kuss auf die Nuss, das ist, ich weiß auch nicht, irgendwann kommt schon der Tag, wann das irgendwann einmal aufhört. In die ersten 10 Minuten, ich weiß nicht wann, aber irgendwann kommt er. Oder Tazi. Tazi, Matzi und Mizi, war das nicht der Mizi-Klein? Grüß dich mal wieder. Lang nicht gesehen, gleich wieder erkannt. So sieht's aus, Freunde der Sonne. Der Eichenbaum hat wieder alles mit Emojis zugeschissen, dass ich nicht lesen kann. Schluss jetzt! Hast du was gegen Oberpfalz oder was? Lull, ich hoffe nicht, weil ich bin nur ein Lull. Gee, sogar beim Schreien bei Ihnen. So, jetzt halt's einmal! Ohne Scheiß jetzt! Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir spielen heute etwas Neues! Ein neues Spiel, das uns wahrscheinlich, ich sag mal, mindestens bis Mitte März, Ende März begleiten wird, da ich sehr zuversichtlich bin, dass es ein gutes Spiel ist. Wir spielen heute jetzt Schluss jetzt! Da kommt sie! Der im Bürger habe ich, der jetzt zurück! Schluss jetzt mit der Scheiße! Gut, ich schalte jetzt einfach um, weil es ist nicht ganz sauber, Satz. Sitzen wir um dreiviertel noch da. Schluss jetzt! Herr Langerhoff, Anderl, was ist das da über mir? Was ist das da neben? Was ist das wieder? Kauf dich mal einen ordentlichen Greenscreen, du Klappspaten! So! Es ist ein Naughty Dog Game. Derselbe Entwickler, der The Last of Us und The Last of Us gemacht hat. Was haben Naughty Dog eigentlich noch so gemacht, was ziemlich gut war? Weiß ich nicht. Ich kann nicht beurteilen, wie gut ein Uncharted 4 ist. Aber ich kann beurteilen, dass The Last of Us... Sag mal, hört jetzt irgendwann einmal auf, da hinten Meister Anderl, Sebastian, Dag Hupsi, Dankeschön. Schluss jetzt. Ich erkläre jetzt mal da. Ich möchte übrigens kurz erwähnt haben, dass das Spiel 8 Jahre auf dem Buckel hat. Und Naughty Dog hat... Das, glaube ich, war das letzte Spiel vor The Last of Us 2, kann das sein? Weiß ich nicht. The Last of Us. Uncharted. Wer gar nicht weiß, was das ist. Das ist an mir vorbeigegangen, weil es eigentlich ein reines Konsolenspiel ist. Und darum ist auch The Last of Us an mir vorbeigegangen, was eine absolute Schande ist. Und darum habe ich mir gedacht, hey, es ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt für das nächste Storygame, weil momentan haben wir so ein bisschen eine Spieleflaute. Es kommt irgendwie nichts Neues, es kommen schon neue Spiele, zum Beispiel... Was mich interessiert, spielen wir diese Woche am Freitag. Spielen wir Last Epoch. Sonderstream, 20 Uhr. Game Sound! Warte mal. Game Sound wo? Guter Punkt. Ich glaube, ich hab schon mal kurz das Spiel gestartet heute. Und nochmal eine Lautstärke. Ja, und hab da ein bisschen umeinander gedreht. Und Ausgabe, da müssen wir es so machen. Warte mal. Nicht Mono, nicht Kopfhörer, Realtek. Da, jetzt. Habt ihr einen Sound? Hört ihr was? Ah, ein bisschen eine Sounduntermalung ist schon wichtig, glaube ich, bevor wir anfangen. Da hängt der Captain Crack Sparrow im Käfig. Das ist absolut richtig. Und ganz ehrlich, für das, dass das 8 Jahre auf dem Buckel hat und ich habe diesen Startscreen gesehen, der definitiv in der Ingame-Grafik gemacht ist, habe ich mir gedacht, 8 Jahre? Okay. Es ist sowas, wie ich habe nicht fake gesehen davon. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, mir Sound as hell, Dragon Ride, das wollt ihr wissen. Übrigens, rechts unten werden nur Gebäudeshader kompiliert. Das war heute Nachmittag auch schon. Ich vergesse, dass ich es durchlaufen lasse. Dafür können wir jetzt ein bisschen schmerzen. Schaut überhaupt nicht. Es ist sowas wie das männliche, moderne Pendant zur Lara Croft. Bin ich da ungefähr richtig? Für die Leute, die Uncharted kennen. Es ist ein junger Herr, wir haben halt der Protagonist. Ist Nathan Drake. Und ich dachte jetzt am eher einen Vergleich mit Indiana Jones und Tomb Raider, mit so Grabräuberei und Schatzsucherei und solchen Geschichten, aber mit viel Action. Und ja, schauen wir mal, was es kann. Ich bin sehr gespannt. Uncharted ist immer sehr gut bewertet und sehr beliebt. 8 years ago war es 2005. Versuch mir gar nicht erst zu erklären, dass ich falsch liege. Spreng ich sein hier. Königin Elsa! Der Chuck Norris weiß, wer der Schmiedbaumann ist. Es ist... Ja, so schnell wird man zum Instant-Meme. Ich bedanke mich immer noch bei dem lustigen Herrn, der unseren Schmidbauer Money in die Community getragen hat. Sehr schön. Stefan, merci dir! Und muss der Mann auch merci sagen, Rest, Schluss jetzt. Tazi, nein! Der Mitzi-Klein war nie weg und für Uncharted 4 muss man auch schon... Alter, 6.7 kann es kein schlechtes Spiel sein. Birger, wo Daisy, Alter, bevor ich noch mit Daisy gelangen muss, sehr viel Wasser dieser Obischwamm. So! Ich bin sehr gespannt, was es kann. Ich habe heute kurz einmal...
Ja, genau, da. Ich habe mich kurz einmal schon geschaut, ob es halt funktioniert. Also ich habe nicht schon gespult oder irgend sowas. Ich würde jetzt eigentlich gerne die Gebäudeshader da durchlaufen lassen. Das hätte ich eigentlich Nachmittag machen sollen. Aber das mag ja auch keiner sehen. Schleinkoffer, merci für den Euro. Hört sie jetzt irgendwann auch mal wieder auf mit dem Geld umeinander zum Scheißen? Das ist wirklich eigentlich fragwürdig, was ihr da betreibt. Keine Ahnung. Jetzt ist Viertel noch. Wir fangen mal zum Spulen an. Und Gott sei Dank ist das für den PC gekommen. Ich bin sehr froh darüber. Jetzt kann ich nämlich endlich mit der Maus zeigen, dass ich doch nicht schießen kann. Neues Spiel! Möchten Sie die Schätze und Statistik aus den aktuellen Speicherdaten in das neue Spiel übernehmen? Da habe ich nichts da, ich glaube nicht. Wir nehmen ein Mittel, wie wir so übernehmen. Und dann hoffen wir ein automatisches Zielen. Ja, das können wir alles. Das können wir. Ja, das sehen wir dann, wie es funktioniert. Das wird wahrscheinlich Controller-Gedöns sein, nehme ich mal an. Brauchen wir nicht. Kein Spaß, jetzt wieder ein Euro! Was mit Helldivers 2? Stimmt, das wollte ich eigentlich erwähnen. Das sind diese Spiele, die so gerade so rausgekommen. Helldivers 2, Palworld. Gut, Palworld ist schon wieder am absteigenden Ast, weil sie jeder durchgespielt hat. Da bin ich sauber spät dran. Und am Freitag probieren wir Last Epoch aus. Da habe ich kurz überlegt, Last Epoch oder Helldivers 2? Weiß nicht, aber für mich persönlich interessiert Last Epoch mehr darum. So, fortfahren! Wir werden ein Spiel spielen. Wir nehmen das da, sind Sie sicher? Jawohl. Und dann geht's los! Ja, bitte laden Sie das Spiel. Hält einfach so nicht schlecht sein, ja, da hat mir auch sticken. So, vielleicht probieren wir das am Wochenende in einer Woche. Schauen wir mal. Das sind alles so Spiele, da braucht man mehr Zeit. Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Henry Avery. Hätte fast in meiner jugendlichen Vorschnelligkeit hätte ich gesagt, der 16. Kurti, merci dir. Schluss jetzt! Aufpassen jetzt! Dann will ich zumindest mal in meinem Leben was von einer Story mitgehen können. Los geht's! Mist. Das ist. Alter, ist das Ingame-Grafik? Möchtest du mich verarschen? Festhalten! 8 Jahre alt, Kinder. Sie holen auf! Ja, ich weiß, ich weiß. Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann! Oh, deutsche Synchro hat mich schon ein bisschen am Anfang. Oh, bist du jetzt schon vor zum Schießen oder was? Nein, ich muss fahren! Beschleunigen! Jetzt mir abbodeln! Okay, halte los geht's! Halte kurz auf die Insel! Halte kurz auf ich die Insel! Halte sie auf! Ich kann die Insel bereits sehen. Okay, das ist unsere Kamera. Was haben wir da? Oh, wir werden von sehr vielen. Oh, wir werden von Booten und Wellen verfolgt. Das ist alles, was ich weiß. Ah! Zugschießen, fahren wir einfach über den Haufen. Ihre Boote sind kleiner! Ja, ja sicher, ich arbeite dran, Leute, aber unser Boot und der Bände kreist schon wieder vor der Scheiße von deiner Uhr. Okay. Leute, das Wasser schaut jetzt schon besser aus, wenn es gar nicht bei uns. Mehr mag ich da nicht dazu sagen. Da, wo, fahren wir jetzt noch mit irgendjemandem zusammen? Du Arschloch! Da, wieder nicht erwischen. Oh, oh, au, au, au! Hab ich sowas wie? Ich kann nicht da überhaupt sterben, ich hab kein Lebensanzeigen, gar nichts. Ich dachte, ich nicht mehr mit dem Haufen fahren. Da kommt einer! Du Penner! Da ist er! Ja, Boss! Das Ding lenkt sie wie ein Arschloch! Ich bin ein bisschen. Jetzt aber! Großes Boot! Großes Boot! Oh, Scheiße! Okay! Oh, nein, Schiss! Fahr weiter zur Insel! Sie dürfen nicht vor dir! Das große Boot darf man nicht rammen, habe ich das richtig verstanden? Die Schiff mit was schießt denn die da? Mit Atomraketen! Mit gerne Alien-Raketen! Ich weiß es nicht. Da kommt der Boot! Da kommt der Boot! Die vor dich! Das lenkt ja ein, der die einen einfliegt. Ah! Oh Gott, das ist schon der erste Topf. Nice, nicht. Halten Sie. Okay, Leertaste gedrückt, um aufzutauchen. Okay, jetzt kriegen wir hin. Muss der Mann mehr sehen, könnte ich mehr sehen. Bussi aufs Lüssi. Schieß und ran die Tor. Ich konnte nicht schießen können. Ach, Alter. Verdammt! Oh, 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 nicht Topf! Zero Depth werden wir das Spiel durchspielen, sag ich dir, was ist. Muss ich jetzt da schwimmen, ist das dein Ernst? Okay, nein, doch, ich komm schon. Ja, ich komm schon. Okay! Hey, ich bin okay. Diesmal haben wir übrigens Gleituntertitel ein. Motor im Eimer! Ich hab schon wieder so ein bisschen. Ich kümmere mich drum! Gib mir Deckung! Motor im Eimer, gib mir Deckung! Mit was konnten die. Okay, Shift in Deckung. Und jetzt wird's zum Schießen. Ah! Okay, fuck you! Okay, kriegen wir schon. Haben wir sowas wie Munition? Ich sehe bis jetzt nichts. Steck sie aus dem Wasser! Okay. Sie sind. Okay, wir haben mal alle Welt. Nein, Scheiße! Okay, nimm da rein.
Drücken Sie zum Nord, da ist Norden. Sam, was sagt der Motor? Stirb, Sau! Stirb, du Sau! Zerfällt! Ah! Oh, boy, der Eskalator ist sie ziemlich quickly. Schluss jetzt mit deiner. Der lebt noch! Du hast einen Headshot kassiert, ich hab's genau gesehen. Ja, ich hab's! Was hast du? Und jetzt sagst du wieder bodeln, oder was? Okay, bodeln, bodeln. Okay, wir bodeln wieder. Kann ich da eigentlich schießen? Nein, kann ich nicht. Jetzt machen wir Späße. Ah! 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 Nicht gut! Das ist einfach im Berg gleich. Okay, wir fahren einfach da. Weiß ich nicht, wird schon passen oder so. Oh oh, oh oh, oh oh. Wir haben mich nur verfolgt. Ich trau mich nicht! Ah! Ich trau mich nicht zurück ausschauen! Rechts von dir! Was ist rechts von mir? Ich seh rechts! Okay, bitte kein Topf. Bitte kein Topf. Wir dürfen nicht einmal sterben. Nathan? Oh boy, that escalated quickly. Okay, nettes Intro. Nathan. Schon mehr passiert wie im ganzen letzten Stream letzten Mittwoch. Was sollen wir nur mit dir tun? Aber nocker nachschauen! Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Aua. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Von Hobby auf 10.000 Rutsch. Lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Haben wir einen jungen Nathan da gerade gesehen? Ihn einfach zu verprügeln? Ich? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Deutsche Synchro ist okay, glaube ich, oder? Bis jetzt. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Ja, nette Side Note. Was für ein Bruder. Jammer. Wo ist unser Bruder? Wo auf dem Boot ist unser Bruder? Tut dir gleich zu schämen, grüß dich fix nochmal. Ah, ist das unser Bruder? Der uns schon wieder zu Missetaten anstiften möchte. Sam! Was kommt jetzt? Ja, freilich steigen wir wieder aus dem Fenster aus. Sicher. Oh, schau mich noch am nächsten Tutorial an, wie man so um einen anspringt und so. Die Verlockung des Abenteuers zum näheren Weg gedrückt halten. Wir weisen mit. Ja, kriegen wir schon. Ja. Ich seh dich. Ja, da hat ein Deckungssystem, verstehe. Auf Shift, okay. Da kann man mal die gemeine Rolle ausbaggeln. Gehen wir mal da her. Steuert sich auf alle Fälle schon mit ganz. Oh. Aufs Lette geht. Rutschig. Ich hab's, glaube ich, schon entdeckt. Da war der gelbe Kantenmaler wieder am Start. Oh, da. Okay. Dann da. What? Okay. Kurzer Assassin's Creed Moment. Gehen wir da um. Kann ich da umsteigen oder? Kann ich, ja, tatsächlich. Okay, ein bisschen in Steigung reinkommen, jetzt kriegen wir schon. Kann ich irgendwie sprinten oder so? Na, Steuerung ist G. Jetzt schon. Ja, Steuer, jetzt ist schon wieder ganz cremig. Für die Art von Steuerung, da zum Rumupfen und so weiter, ist wahrscheinlich sogar wirklich das Gamepad besser. Aber, oh, kann ich da. Da steigen wir rein. Kann ich da reingehen? Schauen wir, was los ist. Okay. Still und leise. Nein, nicht schon wieder Schleicher! Aber gut, da haben wir. Wieso kann ich da nicht in Deckung gehen? Da kann ich nicht in Deckung gehen. Kann ich mir irgendwie ducken oder so? Nö. Kriegen wir schon. Kriegen wir schon. Chill die Kniescheibe. Haben wir sehr viel Übung gehabt mit der Last of Us. Vielleicht spielt sie ähnlich. Who knows? Au. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu. Deckung nehmen, um versteckt zu bleiben. Ich muss ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Aber ich, Pfarrer. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Ja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit ihm. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Muss ich jetzt irgendeine Flasche ins Eck hinterher schmeißen und dann von hinten die Nonne abstehen? Müssen.
So, was ist denn... Wieso muss ich... W? W und Shift links? Ah, okay. Das ist ein bisschen ein komisches Ding. Hab ich so noch nie in dem Spiel gehabt. Wohlgemerkt, ich sehe ich überhaupt, wo da irgendjemand ist? Sie ist da hinten. Ich muss zu dem Fenster. Was für Fenster? Ich sehe kein Fenster. Da ist der Balken davor. Was für Fenster? Na los. Bewegungsschwester. Bewegungsschwester? Ich darf auch auf alle Fälle. Warte mal. Warum geht denn da auf einmal? Ah. Ja, das ist. Muss ich sie da eine Kippmut zünden, die alte Schupferbrunzen? Schau, dass du aus sich rauchst, nicht aus sich rauchst. Wie lang? W plus L um weg. Schau weg. Wegschauen soll ich, was meinst du, was du da herin sägst? Rind. Wenn es sicher ist. W-Shift. Wird mir das quasi immer angezeigt, wo er sich hier rollt, oder wir verstehen das. Das, ich drück instinktiv auf D. Also nach rechts und Shift, dass ich da ums Eck gehe und nicht auf W. Ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Machen wir das so, aber es markiert mir eben. Vater. Ich muss ein bisschen umbleiben. War schon verstanden. Gehen wir da raus. Easy! Oh, doch nicht so easy. Aber, na, warte mal. Okay. Oh, ho, ho, der dreht sich ganz schön, der kleine Schuss. Okay. Ah, schon wieder. Schönes Detail, wie er da umgelangt über die Gap. Sehr schön. Na! Alles hat nicht lang gedauert. Enno! Hat keiner gesehen, halt einmal! Ihr habt es nicht auf Shift drückt anstatt auf leer! Fix läten! Soll ich da wieder mit Gamepad spielen? Dann müssen wir wieder viele Stunden lang hinlegen, wahrscheinlich, anstatt. Ja, wo müssen wir? Müssen wir links oder rechts? Schauen wir nach rechts so. Kann man das Kabel aufgraben? Ja, wir werden sehen. Zero Depth, Kinder. Sie haben nichts gesehen. Das ist nicht passiert. Ja, er hat ganz schön viel Kraft in die Bratzen, muss ich sagen, wenn er da oben noch grabit wie. Was ist jetzt? Muss ich da springen? Sehe ich das richtig? Okay. Ah! Oh Gott, bei Sehen ist an, die werden später mit Sicherheit so hektisch und Ding, dass ich genau wie in Tomb Raider 34 mal sterben werde. Was ist jetzt das da? Ist das ein Besser oder ist das ein Guter? Warum ist jetzt da das Licht angegangen? Da steht einfach ein Rucksack. Bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, was ich da soll. Ich geh jetzt mal da auf und schau. Aber ich versteck mich. Machen wir so. Und das werde ich mir erst gewohnen müssen. Ja, genau. Ah, das ist ein bisschen ungewohnt. Aber jetzt kriegen wir auch hin. Übung macht den Meister. Kurz zum Schimpansen wollen, ne? Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Ist das unser Bruder? Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Ah. Was ist das? Steckerei. Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draus? Wie war das mit dem Ärger noch? Ja, das ist deine Ausnahme. Aha. Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Okay. Guter Sprung. Offensichtlich hat... Komm. Hier, ich versuche die Hand zu nehmen. Ja, es ist auf alle Fälle schon eine nette Einführung. Spielt sich cremig, schaut gut aus. Wohlgemerkt, dieses Spiel ist 8 Jahre alt. Da kannst du sagen, was du möchtest. Leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Und sie haben offensichtlich die Gebrüder Parcours. Na. Ich drück rein instinktiv, drücke ich auf Shift zum Sprinten. Dabei macht er da eine komische Rolle. Und die Rolle gibt's ja anscheinend nicht. Der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, sag ihm doch mal Hallo. Du hast auch Schuldgefühle. Oh, geh doch auf, ey.
Der Affenmann ist aber wirklich ganz schön zackig unterwegs, gell? So, wie tut man jetzt da? Okay, mit leg mir mal wieder. Sehr sportlich! Ja, das ist Sportausbildungs. Ja. Die verdammten irischen Kinder. Ja, genau. Was jetzt jeder normale Mensch hätte sich da jetzt haxen können. Sind wir schon unterwegs, tu dich nicht rein. Easy. Da, haben sie aufs Dach aufgesperrt. Kein Türkeil. Doch schon. Ich hab jetzt ganz was anderes verstanden. Richtig, jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Oh. Einfach mir nach. Genau. Seilmechanik. So. Schon vor der Last of Us 2. Okay. Bin und gespannt, wie die beieinander ist. Geht's ab nach oben. Und wie? Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Schaut definitiv nach dem ersten Mal aus. Hier, was jetzt da? Krieg ich jetzt das Zoll, oder was? Moment, so. Okay. Q halten. Was ist, wenn ich nicht auf Q drücke? Dann kann ich schwingen. Kann ich schwingen? Ich möchte gern schwingen! Wieso muss ich da zusätzlich auf Q drücken? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das war voll. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Achso, ich muss drücken. Damit ihr das Schnirl da zusammenbringen kann. Und was hast du schon so verstanden? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Crystal? Das funktioniert auch sehr cremig, muss ich sagen. Nein. Funktioniert sehr cremig. Wunderbar. Was passiert jetzt da? Oh, wieder mit. Rutschpartie durch die Läden durch. Die macht halbe Spaß. Was haben wir da? Okay. Ohne Mumm, kein Ruhm. Bei mir von da hinten haben wir, glaube ich, Kimmer. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Okay, jetzt kommt aber eine Sprintmechanik. Haben wir mir sowas wie eine Sprintmechanik? Ich komm da nicht um mich. Geht schon. Für was haben wir einen großen Bruder dabei? Siehst du? So haben sie geschreibt, ich hab da irgendwie Ezio-Vibes. Ja. Ein bisschen schon. Bisschen schon. Ich kein Ding. Ezio! Bleib bei mir. Na, ich muss aufhören auf Schiff zum Drucken, weil ich meine, ich kann sprinten. Ich Kackfrisur. Das wird uns noch ein paar mehr einen Topf kosten, fürchte ich. Ja, voll. Wo grabet man mir da um? Wo in wem Land sind wir überhaupt? Direkt hinter dir. Schaut! Ja, keine Ahnung, mach was aus. Jetzt hab ich. Okay, wie geht's rüber? Shift, um dich zu ducken. Ja, das macht auch Sinn. Deswegen macht auch die Rolle beim Laufer Sinn. Blup. Oh, ich bin schneller wie du, großer Bruder. Okay. Oh, balancieren. Durch die Mitte. Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Unangenehm. Ups. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Da hab ich jetzt ganz krasse Tomb Raider-Vibes. Das ist genau das Gleiche. Bereit, Tarzan? Oh, man kann schwingen schon. Hm? Schwing dein Ding nach Dingelfing. Okay, weiter. Bin gespannt, wie sich die so fühlt. Das hat sich in The Last of Us auch gut seltsam angefühlt. Wir haben jetzt halt. Aha! Easy. Also, ihr macht's auf einmal. Was ist denn mit dir jetzt da? Was ist das Soll da an den Wind ohne klingt? Na gut. Was, wer tut denn das freiwillig? Wie alt sind wir ungefähr? 14, 15? Ihr habt Zeit jetzt da? Hey, den Turm hoch. Los. So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Okay, dann gehen wir mir aus und oder was? Ja. Zack, cool gemacht, da muss man dann so ein bisschen. Ja, ja. In die Richtung drücke, dann klang der wirklich auch mit dem Oh, das bricht zusammen. Ich sag das, was ist. Das bricht. Ah, oh, das bricht. Geht's unten noch einer? Wo muss man. Na, da schaut's doch gut aus. Komm ich da komm ich nicht auf. Oh. Das bricht oben, ich garantier's dir. Was. Wieso geht er jetzt da nicht um mich? Na, nicht! Oh, warum muss ich aber aufs Schiff um einen anpimmeln? Du sollst ums Eck gehen. Oder ist nichts mit ums Eck gehen? Warte mal. Leer das rein, dann geht's doch da rein, oder was? Kann ich nicht springen oder so? Achso. Ja, gut. Muss man wissen. Schöner Ausblick, was? Muss man wissen. Ja. Nicht schlecht. Schöner Ausblick. Wunderschön.
Was vom Langsamen da? Weißt du, ist irgendein Nippel? Bist du auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Ja, mehr oder weniger. Die Geißel da haben einen anderen Weg. Ich hab normaler Menschen werden schon 14 mit Bratzen abgefault. Wo ist denn jetzt hin? Einfach auf der anderen Seite nochmal, oder was? Da ist schon wieder Seilmontage angesagt. Machen wir jetzt hinter da oben an. Warte hier und schau mir zu. Aber ja, das erinnert schon sehr stark an. Bin mir nicht so 100%. Das ist ein Witz, ey! Du bist dran. Spitzt du ein wenig? Okay. Du schaffst das. Ich glaub, dass du ein wenig nicht ganz sauber bist. Aber war übrigens auch der weiße Kantenmaler am Start. Nicht zu viel nachdenken. Nicht zu viel nachdenken. Kurz Shift runterfallen lassen. Ein bisschen nach links lenken. Ja. Und sprung! Boah, leck mal, das knapp. Nix Topf, ich. Ich sehe keinen Topf. Seht ihr einen Topf? Ich seh keinen. Geschafft. Ja. Ich seh zwar Kindstipf. Übrigens, meine habe die Ehre an 1400 Leute gerade zuschauen. Weiß ich nicht, was da wieder los ist. Muss ein Chartet da ganz gut speisen, für das 8 Jahre alt ist. Habt ihr schon auf den Like-Button gedrückt? Wer das noch nicht gemacht hat, sollte das einmal erledigen. Wer es nicht erledigt, der kriegt, weiß ich nicht. Der kriegt Hammerriders am Anus. So. Ach, kann ich das Ding. Der will das Ding jetzt selber hernehmen? Das ist natürlich schon geil. Ich folge dir dann. Drücken Q, um das zum Werfen des Seils. Kann ich da irgendwie. Wirft er das dann einfach, oder? So geht das, Nathan. So geht das, Nathan. Und jetzt muss ich mit hinten am Balkon umschwingen, oder was? Bist dann du nicht ganz sauer? Ist auch schön, wie sie da unten in der Mauer so eine richtig schöne Rundung eingeschnitten haben, dass sie der 14-jährige Hosenscheiße mitten in der Nacht von seinem großen Bruder abholen lässt. Weißt du, was ein guter Punkt ist? Jemand schreibt gerade, wir sollten mal speichern. Ja, das ist eine gute Idee. Da können wir, das ist eine gute Situation zum Speichern. Ah, selbst Programmer speichern da. Wow! Ja, aber Programmer machen sollte auch First Try, das muss man wissen. Na, schau hin. Okay. Ja, das Kabel verhält sich ein bisschen komisch, muss man zugeben, weil das Ende. Also, das ist in die Luft aufgelöst. Kann ich jetzt wieder mit Q da umeinander? Nein, kann ich nicht, habe ich kein Seil dabei. Muss ich wieder aufklauen oder so? Nein. Okay. Was ist jetzt? Nach dir. Nach mir? Wohin? Da geht der Lord dann runter, ich nehme die Leiter. Sag ich dir, was ist? Ich nehme die Leiter. Jetzt runter. Ob das die konventionelle Art und Weise ist, eine Leiter hin. So knapp vom Randstall weg, weit durchgewinnen. In den Bandel ab, aus dem Bandel ab. Genau so. Zack, das Bündchen. Und draußen. Okay. Sieh mal. Ne? Wow, eine 250er? Moped! Was redest du da? Nein, das Moped? Ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Die ist geklaut. Klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, das ist wahrscheinlich auch geklaut, dann ist jetzt Geld geklaut. Hab ich das gefällt. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes, aber ich muss eine Weile weg. Oh. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da. Okay? Und du lässt im Weißen Haus, oder wie? Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Was Jahren draußen. In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey. Hey, der kommt Bock, so. Das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da. Oder? Stimmt. Tja. Weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Ah, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Ah, es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Na.
Bist du bereit? Oh ja. Und sofort an der Fresse gekriegt. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh? Ja, sí, sí, fliegen. Was muss ich jetzt? Nächstes Tutorial. Spanier im Knast verprügeln. Was muss ich tun? Eres puro cuento. Was, F? No dejes que este tipo te gane, Gustavo. Elimínalo. Este gringo sabe pelear, eh? Wir blocki. Auf Shift. Was da ist du? Alle! Hm? E-Kampf entkommen, also brauchen wir eh bloß E und F. Vuelve ahí! Nein, nur mehr im Smart. Vuelve ahí! A ver, como te sales de esta, cara. ¿Qué tal esto? ¡Gánamelo! ¡Golpéalo! So schnell kann ich nicht lucha como un hombre! Alle, Leute, was ist mit dir? Wir können ihn blocken! Puedes hacerlo! Ich möchte blocken! Ich will ein E kaufen! Au! Kann ich auf E vielleicht blocken? Estás muerto! Toma esto, pendejo! E dazu gerne irgendwie ausweichen oder so. Dale una paliza! Ich kann nicht ausweichen! Ich kann einfach nur press F! Okay, okay. Derribalo! Gibst du mir? So was wäre. Ausweichen gibt's offensichtlich nicht. Los! Estás provocando con nosotros. Da hilft mir kein E mehr. So, wir haben das Auge ausgeschoben anscheinend. Ahora sí. Puedes hacerlo. Gustavo. Au, au. Oh, Soli, wo? Mist. Oh, deine Gammaten. Schweinewehr. Au, Gustavo. Au. Eine Prügel. Voy a cerrar la bocota. Eine Prügel aus der Letten. Los. Ja, basta. Ich tue schon nämlich an, weil ich tue geschehen. So, jetzt prügel die Dietle, du Penner! So, bang, bang! Was zum Basta, Idiotas! Suéltame! Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Wir matar, Rigo, come mierda! Hey, ruf mich an! So ist, was ich bis jetzt aus dem Intro herausgelesen habe, ist, wir schlägern gern. Solitaria! Cajalo! Cajalo! Cojones! Shift? Nein, Shift ist nicht gegangen. Ich hab schon auf Shift umeinander gesmashed, aber da ist irgendwie nichts passiert. Außerdem muss es natürlich im dem Moment machen, wenn der Schlag aufkommen hat, und dann muss ich sagen, na gut, das habe ich nicht ausprobiert. Abre! Wir haben schon. Ombre! Abre, ombre! Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Ab ins Loch. Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. In meinen Hosen. Will ich haben. Gracias. Hock mal drin im Loch. Gratuliere uns selbst. Nix gelernt, seit wir klar waren. Wenn dein Cam gewackelt oder ist X-Bam das? Ist das so? Tatsächlich. Ja. Steh auf. Immersion. Vargas. Wer immer der Vargas ist. So einen schönen Traum. Ey. Schon gut. Und wir kraxeln gern. Richtig. Richtig. Da feiert uns jetzt halt natürlich ein bisschen ein Wissen, eventuell aus Uncharted 3 und so weiter, warum sind wir in dem Gefängnis, okay, eventuell, weiß ich nicht, ob das im dritten Teil, Kapitel 2, ein höllischer Ort, ob das eventuell in Uncharted 3 die Geschichte ist, dass wir am Schluss im Gefängnis landen, warum auch immer, oder ob das jetzt Teil der Story ist, wir werden sehen, wir werden sehen. Macht dir keine Sorgen, das passt alles schon. Ja, ich denke ja, bis jetzt bin ich sehr zuversichtlich, sehr gefordert, dass das wahrscheinlich ein wirklich brauchbares Spiel ist. Vienes saliendo un prisionero. Was sind denn die Ausrufezeichen? Das ist normal auf Spanisch, dass man so nach jedem Wort Ausrufezeichen gepimmelt. Geht das so? Lucky, die habe ich übrigens immer sehen, messen wir den Resub. Musste man messen wieder zurück. Heute ist ganz viel traurig. Busenbude ist einsam. Busenbude ist down, Alter. Busenbude down. Ich möchte übrigens einmal kurz daran erinnern, dass es ein 8 Jahre altes Spiel ist. Und schwül. Nur mal so. Willkommen in Panama. Hey, Gringo! Schau dir die Grafik wieder. Lo que hiciste a Gustavo. Und irgendwas mit Gustavo, halt einmal! Tu mir die Angelen aber und ich schneide deinen Schwanz ab, du Huren. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muévanse! Quietense, cabrones! Ich verstehe kein Wort. Tranquilízate. Ich verstehe kein Wort. Ja, das Publikum liebt mich. Ist das so? Das schaut auch aus, wannabe von den Wächtern. Geh! Geh!
Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Sí, sí. Es una sorpresa. Es wichtig, was die sagen, wahrscheinlich eher nie, sonst seien sie auf Spanisch. Divierdete. Divierdete. Mein neues Lieblingswort. Moment. Fünf Divierdete durch zwei ist... Fliegen. Ja, nice. Ins nächste. Oh, toll. Gibt's jetzt, ja. Gibt's jetzt die Schlagstock-Therapie? Die neue. Gegen aufsässige Unruhestifter. Hallo? Na, was? Nein. Bien. Nicht hauen. Das ist aber nicht nett. Hinten noch ein paar Ratzen. Gehen wir mal zu dir raus. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Wohin bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Wahrscheinlich im Folterkammer. Haben wir mich schon in der Folterkammer? Ich weiß es nicht. Schwieper Monitherapie. Soweit ich weiß, haut die dir mit seiner Mutter, sag. Nach dir? Der Guantanamo-Simulator. Ja, überhaupt nicht zielichtig. Da war aber jeder. Ja. Ey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Das ist ja nicht so das Büro des Direktors. Ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt da unten gleich irgendwo. Ja, ist schon recht, nein. Schau mal die Wand an, bitte. Und halt mal 4 Sekunden einmal. Ja, klar. Dann schaut der Zepp. Ist er gut, ey? Hier durch? Ich habe noch nicht so viele Begegnungen in meinem Leben gehabt mit dem Uncharted Zepp, mit dem Mate. Aber bis jetzt macht er einen recht sympathischen Eindruck. Und was mir auch ziemlich gut gefällt, ist gleich dieses Vorgeschichten-Intro als Kinder. Das erinnert mich immer sofort an Indiana Jones und Last Crusade. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Was für einen Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Fliegen? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Oh, es geht los mit der Abenteuer-Schatzsuche. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Da wurde nicht ganz unrecht, glaube ich. Hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Wer ist denn Rafe? Der Brief. Por favor. Wir sind es ja jung. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Hab ich das Gefühl, oder? Möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Ist der Nate? Schaut aus wie Ende 20. Bricht dir nicht den Hals? Ja. Hab ich wollte vorher gerade schon sagen, bricht dir nicht den Hals. Ich sehe mich schon da oben in der Burg drin sitzen und drei mir runterfallen und 25 Tipps aufschreiben. Rafe ist gleich Auftraggeber, kommt noch. Bernie, herzlichen Dank. Klasse. Ich habe natürlich nichts dagegen, wenn irgendjemand ein bisschen zur Story beiträgt, wenn ich gerade nicht weiß, wer sein Name und so weiter. Ihr wisst, da bin ich noch schlechter als sonst schon. Aber sonst, ich muss gerade mal kurz loswerden, das war eine absolute Premium-Cutscene und die deutsche Synchro ist wirklich on point. Das ist die Frage, wo es da weitergeht, aber da hinten schaut es mir ein bisschen so an. Da war auf alle Fälle der Weiß. Oh. Ah, ja, hab's schon verstanden. Ja, kriegen wir schon. Bin gespannt, wie sie sich anfühlt. Wenn wir da ein bisschen mehr zum Kraxeln haben. Haben wir mehr Seil dabei? Nö. Was ist da? Oh, komm mal da. Da gibt's was da unten, hab ich genau gesehen. Erstmal rein! Rein in das finstere Loch. Los! Wir kommen da oben auf Shift. Ah ja. Easy. Feels good, wunderbar. Yes, da haben wir schon was. Da oben springen. So. Was haben wir da?
Oh, sie haben einen Schatz gefunden für eine nähere Untersuchung. Escape drücken. Achievement haben wir auch gekriegt. Erster Schatz. Katz dein Ding aus Panama! Hat der Arschloch? Nochmal left alt und drin. Ah, das ist nicht sehr detailgetreu. Ich sehe kein Arschloch. Ja. Ansonsten habe ich sofort Tomb Raider Vibes. Da hast du einmal so komische kleine Statuen gefunden, die der da sehr ähnlich schauen. Easy! Wir werden Sachen durchsuchen, nicht alles sehen, aber ein bisschen was. Ja, es ist in Ordnung. Ah, oh, Natural King, mein Fehler. Als gute Idee. Hui! Das habe ich leider übersehen. Aber das kommt schon nochmal. Das kommt einem schon nochmal, glaube ich. So, können wir da sonst noch irgendwas? Ja, da kann man es auch nochmal nachschirmen. Ja. Oh ja, Seil. Seil, sehr gut. Bingo. Freut mich riesig, dass das sofort Bestandteil meiner Ausrüstung von. Und da habe ich sofort ein bisschen Indiana Jones Vibes. Auch wenn es kein Peitschen ist, aber egal. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie lange das ich brauche. Was kann man da mit der rechten Maustaste machen? Mal so schauen. Da werden wir halt irgendwie aufhören müssen. Mich würde jetzt ganz stark wundern, wenn jetzt da irgendein riesengroßer Schatz oben liegt, weil erstens war da ein Spiel vorbei und zweitens. In die Richtung müssen wir, hä? Wir in die Richtung. Okay, damit wird es klappen. Also, rauf damit. Dann C. Da ist die Zelle. Wie komme ich da hoch? Da werde ich jetzt da wahrscheinlich mein Seil umschwingen. Easy, jawohl. Und dann. Auf geht's! Schwing dein Ding, Alter! Okay, dass die Gameplay-Mechanik direkt vom Anfang auch dabei ist, ist wahrscheinlich dem vierten Teil geschuldet. Sag mal, gibt's kein schneller Laufen? Das kann ich nicht glauben! Ich bin jedes Mal so kurz davor, dass ich auf Shift drücke und fahre wieder irgendwo runter. Tu mir, Optionen. Steuerung. Ziel, wiederholt das Tasten drücken. Da ist jetzt nicht recht, weil wo wird denn für besondere Steuerung Spiel? Eine Tastenbelegung oder irgend sowas war einmal eine geschmeidige Sache. Steht das da irgendwo? Ja, das Spiel wird es uns schon sagen. Aber so wissen wir auch schon, glaube ich, es gibt keinen. Was ist jetzt das da? Oh, da machen wir jetzt mit diesem hier. Und dann müssen wir uns ums Eko mischwingen, also, das ist richtig. Wow! Okay, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir da in einer Tour sterben. Okay, dann gehen wir wieder um. Andere Seite, Kantenmal ist am Start. Die Fahrtdose schreibt, gibt's nicht. Das ist übrigens auch was. Lass ich durch, das ist kein Spoiler. Ah! Okay, die Holzdinger brechen also ab. Müssen wir da irgendwie um oder so? Und ich da auf. Da ist aber auch noch mehr weiße Kanten. Komm ich da auf? Ja, tatsächlich. Tatsache, komm ich da auf. Da komm ich auch auf. Dann kommen wir da auf. Ja, easy, schade so. Ich ganz ehrlich. Kennt jemand Tomb Raider 1 und 2 mit Sicherheit? Hat vor allem das 2er. Das erste Level vom 2er erinnert mich so krass an das hier. Das ist natürlich ist was anderes, aber du grabst auch aus so einer Höhle von ganz steil von unten nach oben und dann bist du an der chinesischen Mauer, wenn ich mich richtig erinnere. Und das fühlt sich genauso wie das. Mit dem Seil am Pfosten. Oh Gott. Vielleicht. Vogel! Ah, verdammt, wir haben keine Pistole nicht. Aber die kommt schon noch. So, unser erster Topf steht bevor. Schwingen. Okay, da springen wir noch nicht weg, aber da schwimmen. Fühlt sich auch lustig irgendwo. Okay, nice. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Dann muss er selber lachen, ja. Der Ezio Auditore. So, was ist jetzt da? So, hier, wie heißt dein Assassin's Creed? Falkensprung oder irgend sowas? Lieber nicht. So. Ja, aber was mich wirklich irritiert, es gibt. Muss doch aufhören, jetzt kurz, ne? Könnte da ist eine Kante. Ich sehe die Kante. Ich sehe nicht, wie viel soll denn da ich sonst hier kommen, keine Ahnung. Das Dach schaut nicht sehr stabil aus. Okay. So Kraxelsachen wären einfach nicht langweilig. Die funktionieren einfach immer. So, wo müssen wir? Kommen wir da rechts auf. Ja, da schaut's aus, als könnte mich überall einhalten. Schaut gut aus. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Schöne Aussicht haben wir tatsächlich, aber ich habe hier keine Zeit für Aussicht. Hallo? Kommen wir so. Da. Können wir da schon ein bisschen her? Na, da fallen wir oben. Das ist nichts. Da müssen wir rundum kraxeln. Da müssen wir.
Oh, Mist! Ah! Oh, da schreckt mich halt nicht so mit der Scheiße. Ich komme so schon nicht klar mit der Steuerung, du offener Arsch. So, neue Dome. Ja, nochmal auf. Nochmal Dome. Und dann... Ja, aber wo soll ich denn dann hin? Ich kann doch da nicht... Wo kann ich da nicht sperren? Ach, an dem scheiß Garder kann man sich auch hängen. Der muss mir etwas sagen. Der muss mir etwas sagen. Da war allerdings auch der Kantenmaler unterwegs. Ah ja, gut. Versteh schon, versteh schon. Garder, nimm mich her. Ja. Ah, nee, okay. nein. Alles, überhaupt nichts ist gut, du Kasperl. Ob das jetzt eine gute Idee ist, ist die andere Frage. Hopp, okay. Schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten. Bin mir nicht sicher, ob ich nicht. Wir gehen ins nächste Fenster. Ich weiß nicht warum, aber der innere Sicherheitsbürger sagt mir, ich nehme das nächste Fenster. Ich weiß nicht warum, aber wir nehmen es. Finden wir da vielleicht was? Okay. Da warten wir oben gefallen, da warten wir, was wir aufkommen. Okay. Auch wieder dieselbe Mechanik wie in The Last of Us, dass er da an die Wand hingelangt, wenn er rundumläuft. Das mag ich jetzt nochmal schnell sehen. Muss da hoch. Na doch nicht. Wir müssen mal rauf, nicht runter. Sag ich das richtig? Müssen wir irgendwie da auf. Ah ja, da. Schau, ist schon was da. Kann ich da mal Dinge hängen? Schau mal. Na. Ja, springen wir mal oben, ist ja wurscht. Kann man nicht vorstellen, dass das dann. Ah. Um am Seil zu ziehen, Kuh gedrückt halten und dann nach hinten. Okay. Und dann. So, jetzt ich da umspringen. So kann man das irgendwie so auf. Wieder wollte auf Shift drücken zum Sprinten. Es gibt kein Sprinten, Birger! Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Wieso kann ich denn jetzt festmachen? Muss ich mir jetzt aus dem Fenster ausschwingen? Mein Gott. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind. Okay. Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Ich wollte es auch gerade sagen. Es ist sehr schön gemacht. Das ist gerade mal der Anfang. Interesting. Mal da rauf. Ah, Überhang kraxeln, da ist ja noch nie was passiert. Das ist ja gar nicht so schwer, das kann die ja. Oh Mann, Sam, verpasst echt was. Und jetzt halt. Mal da rauf. Da, kriegen wir schon. Kriegen wir schon. Und da oben. So, jetzt ist die Frage, ob wir wieder noch weiter raufkommen oder nicht. Und auf der Innenseite. Oh. Zelle. Ihr Sweet. Eine Sweet nennst du das? Aber da haben wir einen Haufen Zeug. Wo fange ich an? Mathematische Geschichten. Ah, da haben wir was. Sonne und Mond. Sonne und Mond. Chemiesymbole für Gold und Silber. Gold, Silber, Sonne und Mond. Sonne ist Gold. Das habe ich auf dem Brief gesehen. Oder drücken die um Notiz anzusehen. Muss jetzt da noch kombinieren. Nein, mein Leben drin. Was? Sonne vorn, hinten Mond wahrscheinlich. Das ist die andere Hälfte. Also dann. Was sind das darstellen? Ein W und ein X. Und das da oben? Ein Pfeil nach rechts. Na, warte mal, ich muss kurz nochmal schauen. Ja. Schon besser. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Schütze? Skorpion. Schütze und Skorpion. Okay. Merken wir uns mal einen Pfeil nach rechts um und M. Das ist einfach zu merken. So. Okay, Pfeil rechts oben oder M. Hoppala, ne? Wie kommen wir da wieder raus? Ah ja, Shift. Shift ist so die Cancel-Taste. So, was haben wir jetzt da? Deine irgendwelche Zeichen. Da, Schütze. Das ist nicht der Skorpion. Das ist der Skorpion, oder? Das ganze Gekritzel muss eine Bedeutung. 2 und 10. Also 12. Und was muss ich jetzt da tun? Was ist denn die römische Zahl für 12? X-Strich-Strich, das Ding da, oder? 10 und 2. X und II. Ja, aber haarscharf kombiniert! Mit einem Scharfsinn, der seinesgleichen sucht! Sieh sich das einer an. Stell dir vor, du kraxelst 40 Meter einen Turm auf in einem finsteren Jesuskreuz. Gut, das ist das Gold. Man kann so schauen. Indigna factis recipimus. Aha. So heißt. Nein, sag's nicht. Nein, sag's nicht. Erklärt er uns, was das heißt? Das muss es sein.
zurück. Wird auch nicht langweilig sein. Eine kleine Rätsel immer wieder einmal umeinander kraxeln, Hindernisparcours, ein bisschen ballern und eine gute Geschichte dahinter. Ich hab richtig Bock. Ich hab richtig Bock, muss ich öfter drücken. Dank da. Nicht runterfallen. Was soll das? Anhalt! Merci dir, das Essen Bier steht für Sportlichkeit. Ja. Merci dir, by the way. Und konnte mich sozusagen abseilen, sehe ich das richtig. Q gedrückt halten und dann runter. Ja, das sicherlich, ohne Handschuhe. Mhm. Hat das schon mal jemand da im Sportunterricht? Bei mir schon 2-3 Tage her. Aber so Seillaufen runterkraxeln. Mhm. Und wenn es dann abrutscht und du versuchst, die festzuhalten, haben sie sehr gut durchdacht, Herr Lehrer. Es wird innerhalb von einer Sekunde so dermaßen heiß. Und jetzt? Und jetzt? Das ist eine richtig gute Frage. Das kann er wahrscheinlich hinschwingen. Lass mich ran. Schwing dein Ding auf. Dingel, Fing. Au! Ups. Au. Wie sie das. Nein, Shift drücken. Oh, balancieren. Muss man überhaupt balancieren? Was soll ich machen? Ich weiß nicht, wohin. Ich kann meine Kamera nicht drehen. Ich weiß nicht, wohin. Hallo? Oben, da rutscht man dann. Aber da hinten unten können wir uns einhalten. Ja, das kriegen wir schon hin. Oben gesprungen. Oh, okay. Das wollte ich nicht, aber das hat er automatisch gemacht. Das machen wir jetzt einfach so. Zack, das haben wir vorher als Kind schon gelernt. Das kriegt Rafe niemals hin. Ja, ich weiß immer noch nicht, wer der Rafe ist, aber den finden wir schon noch. Damals, den haben wir als Kind schon gemacht. Du, Parkour hab ich erfunden. Auf Wiedersehen, Schatz. Warum kann ich wohl mit der rechten Hand schneller klicken als mit der linken? Ich weiß es nicht. Ich bin nur sehr... Was? Sie? Vargas. Ich will was ab. Ha. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Was die haben mir da überhaupt? Glaubt uns er da hinten wirklich, dass wir mir jetzt da oben einen richtigen größten Goldschatz des Oberpiraten finden? Oder was meint denn für ein Ding? Kann man da aufgekraxeln? Aber wahrscheinlich muss ich da umspringen. Was auch immer das dafür eine lustige Konstruktion ist, aber. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich drauf stehen bleiben. Geht das irgendwie? Nein, ist wurscht. Wollen wir so aufgekommen. Ja. Was? Ich komme in. Ah! Achso, jetzt kann ich mich aufstellen. Okay, kriegen wir auch noch hin. Und da ist wieder die Seil-Scheiße am Start. Ach, Scheiße. Alles First Try, natürlich. Ja, Spezi Creme, kann man schon machen. Ist schon in Ordnung. So, wo sind wir jetzt wieder? Jetzt sind wir wieder auf der komplett falschen Seite. Was der mit euch rennt? Muss ich da überhaupt hin? Ich hab doch keine Ahnung. Wo da kreuzeln herin? Nein, kann man nicht. Kann man da drüber springen? Ja. Da kommt er nicht auf. Okay, das ist zu hoch. Ja, aber wo geht's jetzt hin? Da ist nirgendwo der weiße Kantenmaler gewesen. Hallo Kantenmaler. Ah, da war er. Okay, bin schon steil. Haben wir schon gefunden. Wieder auf? Nö. So. Das schaut der Stein wieder. Vogel! So muss es laufen. Bloß eine Pistole brauchen wir nur, damit wir einen Vogel noch schießen können. Das ist ein wichtiges Bestandteil. So hat der Stream damals angefangen und genau so werden wir weitermachen. Ob euch das gefällt oder nicht, es ist da mir. Eigentlich ist mir nicht wurscht. So, haben wir schon oben. Haben wir jetzt nicht über dem Vargas? Echt? Haben wir da jetzt den ganzen scheiß Berg abklappern müssen, damit wir jetzt auf dem Dach vom Vargas stehen und nicht da jetzt wieder runterspringen zu haben? Drücken Sie zum Springen auf eine niedrigere Kante L. Na gut, wir haben das Jesuskreuz gefunden. Das bringen wir jetzt wieder zurück. Das kann er haben. Kann er haben, da wie ich Fettsack. Okay. Und runter. Hallo! Hast geschafft. Klopfe mir selber auf die Schulter. Ganz große Klasse. Drake. Sehr gut gemacht. Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war er nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Ja. Mögenbold! Gibt es irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so?
Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Okay. Wenn du mit dem geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Na. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Sehr glaubwürdig. Schauspieler Vargas. Fast so gut wie ich. Oh, kipp mal aus, Zocken. Te puedo decir, suerte de principiante. Oh, das ist definitiv ein Hauptcharakter. Hundertprozentig, der schaut so viel besser aus wie die anderen. Lo siento, chicos. Lo siento, chicos. Claro, te vas cuando estás ganando. Igen. Para ti, ja. Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo, 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 wo. Du willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Ist das der Rafe? Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Rafe finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Ach, das ist sein Bruder! Du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Rafe, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas. Dies ist der Rafe. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Kannst du sagen, was du magst? Cutscenes sind sofort on point, deutsche Synchro ist super, Motion Capture ist super, das Ding ist 8 Jahre alt, das ist schon krass. Ja, fucking Naughty Dog, enjoy. Okay, die läuft das rein. Okay. Mehr kann man jetzt noch nicht sagen, recht fair, wenn ich sehen. Oh, scheiße. Hab ich in meinen Anus geschmuggelt. Und da fällt jetzt ein Schlüssel aus. Okay. Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Es ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Die einen Quingles, Jesse. Verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Oh oh, erstmal gibt's eine Meisterschlägerei. Lass mich raten, mit dem Kerl hast du dich angelegt? Oh, das ist aber früh. Wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Le dije que no hayamos terminado. Ich verstehe kein Wort, checkst das nicht. Okay. Muy tarde para hablar. ¡Chino sale! Hey, weißt du was? Tú no te metas. Okay. Was? Was ist denn? Du hast dich auch nicht angeboten. Leute, dafür ist keine Zeit. Ja, ich weiß aber nicht so recht, was ich drücke. Ich sag das ganz ehrlich, ich drücke einfach E und F gleichzeitig. Weg von mir! Ah, schön. Ah, okay.
Woher soll ich denn die sehen, wenn ich irgendwie von der Seite? Schluck! Hüll mir einfach alle zu Scheiße! Wieso kommen die alle zu Fuß gleichzeitig? Da, schliefelt man zu zweit. Haben wir zu fünft schon gerne nicht geschliefelt wie die? Du Penner! Gib ihm auch noch eine. So, dann müssen wir nachher drehen. Haben wir es jetzt alle, ja? Schaff mir diese Schweiß! Wie geht's dir, kleiner Bruder? Mir geht's gut, ja, fürs geht Erste. Schon. Denk dran! Zielen und Schlag! Zielen und Schlag! Zielen und Schlag! Double Tag Team! Double Tag Team macht irgendwie keinen Sinn. Nein! Wieso wollten die? Sag mal, wie oft winken die noch mit dem Kopf? Da kommt mit dem Kopf zu hauen und gegen den Wind trischen. Das frag ich mich. Aua! Au! Sag mal! Wer immer noch gehört, du nächst deine Haut, ich bin beschäftigt, ich weiß nicht, ob man es sieht. Au! Ich stirb gleich! Klappe zu! Gibst du es mal? Nein, nein! Lass los! Wie zu zweit festhalten, ist nur meine Gierfotze! Ja, was da, der Blach! Ah! Okay. Oh, ich hab den Schlagstock noch. Der lustige Mann mit dem Schlagstock ist da. Da. Alguien más necesita que le recuerde cuál las reglas. Das ist der Italienisch. Aliense! Oder Jacke schreit, wo bleibt Fängnisbullerei? Da ist es schon da. Was ist da? Dame! Ganz schlecht. Jetzt zeigt er das Ding auch noch. Ist das Schmuggelware? Kajate! Für wen hältst du dich? Oh oh. Llevo su celda! Traje los gringos a mi oficina. Sie, Schlägern. Dejanos. Oh, jetzt gibt's einen Stress. Dejanos. Jetzt gibt's einen Stress für dich. Aber jetzt sind die anderen zwei Wärter auch noch dabei und sehen, haben das Ding gesehen. Nicht gut. Und der Herr Vargas hat vom Kreizel ja nichts gewusst. Hast dir Zeit gelassen? Das haben wir in unserem Anus an ihm vorbeigeschmuggelt. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh, ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hör zu. Oh, es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay, du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Was? Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. Das ist sogar noch halbwegs fair. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. 400 Millionen durch 4, ja, das geht. Ja, ein Deal. Okay. Sehr schöne Gestik übrigens. So. Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Ganz Tolli! Los! Super tolle Idee, du Vollidiot! Ja, jetzt werden wir laufen müssen. Oh Gott, nicht sprinten, nicht sprinten. Es gibt kein Sprinten. Es gibt kein Sprinten. Wir sind mal. Und, ja, ich geh da so durch. Na, ja, da war natürlich zum Laufen wahrscheinlich ein Gamepad tatsächlich. Was? Beeilung! Ja, ich drück so schnell, wie ich kann! Das Kamerawackel! Ruhe! Abflug! Ich seh den Leuchtturm nicht.
Das kriegen wir schon, das kriegen wir schon. Schön die Kniescheibe, das kriegen wir schon. Das haben wir schon im Hektik. Muss ich da oben? Okay, wird schon passen. Oh Gott. Die Steuerung in hektisch. Gleich mal auf die Probe gestellt. Stell dir mal den MG42 Ton, bist du besuffen, Alter? Was ist mit dir? Komm, hör auf! Komm, hör mir auf! Ja, chill! Ich bin direkt hinter dir. Scheiße, wir auf den Rave-Trottel, den muss ich schon gar nicht mehr dabei haben. Ah! Lauf weiter! Laufen, das muss schnell gehen. Verschlossen, wohin? Weiß ich nicht, wohin? Ja, hab schon, okay. Ich hab den anderen da schon drüber. Okay. Parkour! Was ist das da? Die Feuerleiter! Na los, Sam! Oh! Die gute Hütte. Rollerleiter, so wie wir gehen. Hopp! Los, aber das Ding! Ja, du Wichser, du klang ich schon wieder. Au! Komm, nimm mit deine Füße, du Kasperl! Der Rave muss raus! Der Rave muss raus! Ah! Ja, ganz toll! Revier den los! Oh na! Ach na! Echt jetzt? Ah! Ja, mein Bruder kommt da wieder an, mein Bruder ist ein guter, oder? Was ist der Rave? Ich eine Palisse, das ist Idioten! Mach ich eigentlich jetzt meine Rolle beim Ausweihen? Ja! Erstmal ins Eckhintere geholt und dann sauber eintroschen ins Vieh! Okay, wir müssen Rave einholen. Schnell! Ich dachte, du ist schon mein Bruder, oder? Nicht der Rave. Sehr gut. Rave, kannst du schon das Ding kommen schirmen? Hab ich schon gesehen. Kannst du das schirmen? Schirmen wir es miteinander. Ich weiß nicht, was mit denen. Aber wo schirmen wir es hin? Also unter 4. Okay. Müssen wir aufhören oder in das Loch wahrscheinlich? Wir uns abhauen, oder? Natürlich wieder ohne uns abhauen, dieses. Nach dir! Wir haben uns wieder einen Arschloch geangelt, so wie es immer ist. Aber ohne Arschlöcher war es auch langweilig. Ah, gehen wir über rechts. Ich hab nichts gesehen. Schau, es lang gewinnt. Okay, alles sauber. Der Ort ist recht Irrgarten. Ja, als wollten sie nicht, dass wir abhauen oder so. So, was ist denn Irrgarten? Ja, als wollten sie nicht, dass wir... Was ist jetzt? Ich geh oben. Schön, dich zu sehen. Wollen wir noch nicht gerade? Alter, runter. Geschafft. Da ist der Leuchtturm. Okay, ich weiß nicht warum, aber... Ach, das ist der Rave. Okay, bin schon stark. Muss mich halbwegs konzentrieren, damit man nicht... Kann man da sich einhalten? Ich hoffe sehr. Okay, zack, das Bündchen. Und los geht's. Kriegen wir schon. Zero Dip, Kinder. Zero Dip! Haben wir Seil dabei? Nein, haben wir nicht. Okay. Was ist denn hier? Au! Wir haben schon sehr agil. Oh, shit. Ja, wir sind am Kraxeln, Kinder, Ja. Gut, dass die so gut treffen als Stormtrooper. Oh mein Gott, Scheiße. Ah, nicht gut. Was ist jetzt? Sprint. Ja, wir warten mal mit Zugschüssen, Trottel. Was hast du, die Scheiße? Bist du in mich nochmal? Nein, nicht. Komm. Mach jetzt ja auch kaputt, Schild neben meinem Bruder, weil sonst scheiße ins Gesicht. Smashy! Nein. Nein! Festhalten! Ach, komm, Sam. Halt dein Maul! Nein! Die andere Hand! Nein! Los, hoch! Nein! Sam! Wir müssen weiter! Nein, er ist doch tot! Nein, er ist tot! Komm, das Boot ist auf der anderen Seite! Er ist nicht tot! Ich kann nicht... Sogi! Ich lass sie nicht hier! Nate! Dein Bruder ist tot! Komm mit mir oder geh zu ihm! Ich trug immer nur ihn. Wie du willst. Wir haben ihn nicht lang kennt. Aber sein Bruder war ein guter. Und ich sag, dass er nicht tot ist. Der kommt wieder. Ich weiß nicht warum, aber das sag ich einfach. Ja, ist... Ja. Jetzt ist die Frage... Ja, einen in den Stein. Okay. Press F in Sam! Ab in den Chat! Wo haben wir ihn überhaupt? Ich komme. Seh überhaupt nichts. Ich seh den Scheißdreck. Oh. Ja, spring mal lieber mal, damit nichts passiert. Oh mein Gott. Okay. Muss ich irgendwas tun? Oder geht das so? Kann nichts tun. Ach, das war's Intro. Well.
Well, I'm impressed. Wir haben uns in aller Ruhe anschauen. Haben wir es schon durchgespielt? Na ja, gut, dann passt es. Dann bis Mittwoch. Servus. Opa geil, mir ist wieder ein Resub. Kuss auf die Nuss. Fabi, mir ist wieder ein Fünfer. Indiana Birger Croft, der beste Seilschwinger im Süden mit den größten Tipps aller Zeiten. Und vor allem mit den meisten. Fabi, mir ist die. Sorry, dass ich die vorher übersehen habe. Auf jeden Fall Quadruple A, Action Game. Hab ich schon gespannt. Das ist eine, ich erhoffe mir eine schöne Mischung zwischen viel Action, Schießen, kleine Rätsel, Parcours und so weiter. Das ist genau, was ich haben will. Und das Ganze komprimiert auf etwa 15 Stunden. Das war optimal und ich habe richtig hart Bock drauf. Vor allem jetzt sowieso, das Intro war wunderbar, es war halt mehr so ein Tutorial wahrscheinlich, nicht die Story-Einführung. Genau so stelle ich mir Spiele für den Stream hier auch vor. Wunderbar. Aber ein sehr gutes Gefühl. Egal, mir ist wieder ein Resub. Julian, mir ist wieder ein Resub. Kuss auf die Nuss, everybody. Was 15 Jahre später? Deswegen schauen wir so jung aus. Okay, jetzt auf dem Grund. Okay. Hier auf dem Grund. Laut Signal bist du bei den Koordinaten. Fischi! Spur von der Beute? Fischi! Oder wie gut das ausschaut schon so. Bekommst du da oben Signale? Leider nicht. Fischi! Halt mich auf dem Laufenden. Schieber, okay. Die Fischis da, die, warum schwänzeln die da an meinem Schniepermann? Aber was ist mit den Fischis? Hey, deine Flasche ist nur noch zu einem Viertel voll. Oh, muss ich mich schicken quasi. Nein, geht schon. Kann nicht mehr weiter. Ja, das haben wir vorher schon gehabt. Das Schiff so runter. Ich finde ihn. Okay. Hab schon gespannt, das Shift. Das Shift nach unten bedeutet mittlerweile. Offi. Müssen wir überhaupt hier? Was müssen wir überhaupt da? Ich kann es nur oft genug sagen. Das Space 8 Jahre. Schau da oben, wie gut das ausschaut. Ich krieg Vogel. Geil gemacht, das Wasser. Ja, vor allem das Unterwasser mit den ganzen kleinen Partikeln im Licht drin und so. Was haben wir da für Fischis? Kennen Sie ein paar aus? Ich kenne mich nicht aus. Haben wir überhaupt im Meer oder haben wir in irgendeinem See? Kann man auch sehen. Da strömen, aber schaut schon noch mehr aus. Oh, da haben wir was. Was haben wir da gefunden? Was ist das? Hey, ich hab hier was. Was denn? Kein Rost, richtige Farbe. Vielleicht ist es an den Felsen zerschellt und... Hey. Ja, vielleicht ist das Segel vom Tom Hanks aus. Castaway. Muss in der Nähe sein. Du machst mich neugierig, Drake. Schaut sehr gut aus. Hört mal gut. Warum gibt's denn kein Spiel, wo man die ganze Zeit so umeinander tauchen kann? Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Ein Zugwaggon! Okay, wie sieht er aus? Kann ich da hinten einschwimmen, mich so? Weder noch, es ist ein Fluss, okay. Es ist weder ein Meer noch ein See, es ist ein Fluss. Den habe ich einfach gekonnt ignoriert. Wilson! Ja, wie oft sein. Oh, I'm smashing it! So. Morgen, Leute. Okay, bin drin. Morgen, hi. Als sei der Großteil noch festgeschnallt. Mal sehen, da sind eins, zwei, drei. Aber weißt du, was ich Naughty Dog schon wieder ankreiden muss? Die Dialoglautstärke ist zu leise. Warte, komm lieber erstmal hoch und füll deine Flasche auf. Flasche auf. Die Kisten müssen in der Nähe sein. Ich schaff das. Was ist da? Ha, hab eine. Also müssen wir Kisten suchen, oder was? Ich glaube, dass das da erklangt, wenn ich so schnell auf ihn drück. Die Kiste steckt Ando! Mir ist wieder ein Resub. Kuss auf die Nuss. Sicher erstmal die andere Kiste, dann heben wir den Anhänger für dich an. Siehst du, deswegen bekommst du das große Geld. Was genau so jetzt mal? Auftauchen, oder was? Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was ich da sehe. Hilfe. Soll ich weiterschwimmen? Ah, da. Ach, die einzelnen Kisten draußen, so, die es verstreut hat wahrscheinlich. Hab die andere Kiste. Da war es nur noch eine. Drücken Sie wiederholt Leertaste, um die Kiste anzuheben. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich.
zum Herunterlassen, Lea. Da, nein, ich muss smashen. Das Ding wird langsam schwer. Denk dran, das Einzige, was ich aus diesem Fluss bergen will, ist der Anhänger. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich damit tun muss. Die habe ich doch vorher aufgebracht, oder? Die schwimmen jetzt da rauf, damit es nicht runterrutscht. Aber ich krieg's nicht weiter auf. Ja gut, lassen wir's mal los. Nate, konzentrieren. Zum Herunterlassen, Leertaste loslassen. Kapier's nicht. Was soll ich tun? Kapier's nicht. Kisten in den Anhänger, aber wieso? Weil ich wieder nicht gescheit aufpasst, weil ich wieder den Chat eingelesen hab nebenbei, ich Arschloch. Das ist eventuell ein Sprengladungskisten, kann das sein? Ah, da müssen wir sein, oder? Hab schon verstanden! Schmiedi! Kuss okay. Auf die Nuss, merci dir. Eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Aber warum? Das Seil runter. Der mir das Unterwasser, verstehe ich nicht ganz. Aber gut. So, sie sind direkt über mir, sie lassen mir ein Seil runter. Das werde ich jetzt da wahrscheinlich festmachen müssen, so, nehme ich an. Nach unten. Ach, wir haben da mit einem scheiß U-Boot unterwegs. Oder was ist das? Alter, was ist das für ein Ding? So, jetzt passen wir auf. Okay, ist in Position. Häng den Anhänger dran. Wir heben ihn ein Stück an. Okay, hab das Seil. Anhänger dran? Das, um eine der Achsen zu schlingen. Das sollte gehen. Yep. Um eine der Achsen zu schlingen? Ich sehe hier keine Achsen. Hier ist eine Achse. Seil hängt jetzt aber da fest. Birger, was tust denn du wieder? Ja, ich hab nicht mit so viel Seilphysik gerechnet. Legt's mir am Arsch. Alter, warum fährt denn da ein Stauern vorbei? Was war denn das jetzt? Ja, nehmen wir den Teufel, hängen wir da ohne. Muss ich da jetzt wirklich selber suchen? Dumm? Ist das der Ernst? Alter, wie geil ist das gemacht? Das ist wirklich geil gemacht. Wenn ich da jetzt eine Schlinge nehme, tatsächlich, Leute. Gut, achte auf deinen Sauerstoff. Oh shit, müssen wir es schicken auch noch. Und da müssen wir auch einmal durch. Das ist wirklich geil gemacht. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut, da hat sich jemand mir gegeben. So, jetzt hängt es ein, das Ding. Steuerung ist zwar ein bisschen. Okay, Anhänger gesichert, los geht's. Mit der Tastatur okay. Jetzt nicht so geil, aber so werden wir nie wieder rundherum kommen. Das würde mich schon interessieren, bis diesmal. Und wie es ausschaut vor allem. Oder muss ich auftauchen? Hab ich schon wieder nicht zugehört. Ich soll mir 4 Sekunden mein Maul halten, dann ich vielleicht auch mal was. Ich bin soweit. Und hoch damit. Scheiße. Die Seile bleiben sogar so droh, wie es ich da festgeschnallt habe. Wie stark ist das bitte? Okay. Seilphysics. Reicht das? Ja, locker. Lass sie nur nicht fallen. Wir werden sehen. Wo ist denn der Jameson wieder? Jetzt muss ich da unten reinschwimmen und das Ding holen. Das hätte er nicht gesagt, lass sie auch nicht fallen. Ja, hab schon verstanden. Okay, ich hab die andere Kiste. Ist die Kiste? Ich mache sie mit den anderen fest. Aha. Vielleicht, wenn sie ein bisschen lauter reden, dann darf ich es vielleicht auch mal mitkriegen, wo sie genau tun muss. Aber vielleicht schaut er mal Spiel mitlesen, nicht anstatt den Chat lesen. Mal schon. Kiste. Los, komm schon. Geht doch. Ja, gut. Jetzt habe ich nicht ratschen. Oh Mann. Jetzt geht's gleich ins Höschen, habe ich das Gefühl. Lass mich raten, ja, es geht gleich wieder was ins Höschen. Ich habe noch Sauerstoff für 5 Minuten. Oh Mann. Sauerstoff für 5 Minuten. Dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Was für Seil hängen wir uns? Hängen wir uns an dieses Seil da? So. Okay, ich bin bereit. Und ab dafür! Wird gemacht. Und aufwärts. Zum Glück! Hauen Sie sich hinein, habe die Ersen. Fühlen Sie sich vom Zukunftsspiegel gegrüßt. An alle im Nachschau-Squad, Küsschen aufs Nüsschen, Like Button nicht vergessen. Was für eine schöne. So ein wichtigste für alle Sachen. Oh, besser seit ich aus dem Fluss raus bin. Ich werde wohl eine Woche noch Fisch stecken. Okay. Okay. Wir kommen zu dir. Schaut uns denn ziemlich gut aus. Da fährt 25 mal dasselbe Auto, aber ich denke, was shit. Was geht so, Jungs? Das sind meine Flossen. Ich hab drauf geschissen, ob ich mit dem Schund. Wieso tut denn das? Wieso wirft denn die jetzt einfach da oben? Warum?
Was ist jetzt da los? Ja, jetzt schauen wir deutlich älter aus, ja. So wie ich von den Artworks kenne. Schön, dich wiederzusehen, Drake. Ja, ich freue mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitteschön. Kriegt man in die ersten drei Teile von seinem Bruder was mit? Weiß das jemand, der die ersten drei Teile gespielt hat? Oder war das jetzt der einzige Auftritt von seinem Bruder jemals? Jetzt da am Anfang als Kind, als Kinder im Waisenhaus und sei Kumpel. Ist jetzt vermeintlicher Tod, ich sag, der kommt noch mal. So, wen haben wir da? Wie läuft's da unten? Wie machen wir uns? Eine Sekunde. Was denkst du? Vollständige Bergung? Vollständig. Der Purk sagt, nein, ich glaube nicht, nee, gar nichts. Okay, dann kommt er nochmal. Das ist eine sauber kurze Screentime für einen wichtigen Charakter, dass man eine Bindung dafür aufbaut, dass man richtig geschockt ist, dass er stirbt. Man ist geschockt, dass er stirbt, aber nicht so richtig. So wie beim Joel zum Beispiel, ja. Was haben wir da? Escape und was ist das? Und da haben wir mir 1, 2, 3, 4 Schätze schon übersehen. Da haben wir wieder nicht gescheit geschaut. Was ist das? Alt. Arcade only. No cash value. Token for arcade only. Nee, warum nicht? So, was müssen wir da? Die Kisten da umeinander tragen oder was? Drake, das war nicht mal der langsamste Tauchgang, den ich ertragen musste. Ist das ein Kompliment? Ich bin zu behindert, das halt, weißt du, was mich überwältigt? Dein Gestank. Schlechter Spruch. Keine Ahnung, Mann. Mir gefällt's, erinnert mich an deine Mom. Das ist mein Mannwitz ausbockt. Das werde ich dir auch sagen. Das ist mein Mannwitz ausbockt, ja, warum nicht? Eine Unterschrift hier drauf. Okay. Mit da hinten, was da ist. Oh, großes Boot. Oh, ist das nicht das Boot, das uns da am Anfang verfolgt hat? Knapp 10 Jahre hinterher. Hey, wie lange dauert das denn da? Na, ewig. Wir haben das Ding gerade aus dem Wasser gezogen. Geben Sie uns eine Stunde. Drücken Sie auf die Tube. Wir müssen Frachtschiffe durch. Reden wir später drüber. Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Wo haben wir denn da? Was haben wir jetzt da für einen Waggon und was für Kisten ausgezogen? Du brauchst eine Pause. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber als im Büro zu sitzen. Oh, jetzt gibt's schon wieder Brechstangenschläge. Na gut, es wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Ach Mann, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Na, dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Du bist in Malaysia, ist am Anfang Token gestanden, gell? Instant wieder vergessen. Was, ja, was zur Hölle tue ich nicht, du eigentlich? Danke. Doch, wir müssen wieder smashen, ich riech schon. Doch, ich habe aber trotzdem gesmashed. Zur Sicherheit, damit nichts passiert. Hier, chill, wird alles erklärt. Wow. Egal, ich möchte alles wissen sofort. Sieh dir das an. Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Es ist wirklich. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Ach, na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Hey, Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert, wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Prima. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesorgt. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu,
Ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Mach ich. Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Was haben wir da? Ich bin gespeist, also wie ich das jetzt sehe, 15 Jahre später, wir haben einem Bergungsunternehmen beigetreten und suchen wir jetzt Kupfer am Flussgrund, Meeresgrund, sonst irgendwas. Ich bin jetzt gespannt, wie die Rückführung passiert, dass wir wieder in Richtung von diesem Piratenschiff kämen. Das ist wahrscheinlich das hier. Hat das Suchgebiet eingegrenzt? Das wäre ein Wahnsinnsfund. Wahnsinnsfund. Schiff so weglegen. Scheiße. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Jetzt schau mal wieder so jung aus. Aber nicht so jung. Was auch immer das da oben für ein LSD-Hängerl ist. Kapitel 4! Ein normales Leben. Beschreibt es ja ganz gut. Lass mich raten, das sind Artefakte. Lass mich raten, das sind Artefakte aus Teil 1, 2 und 3, oder? Kann man das irgendwie dran? Nicht weiter wie so, gell? Speicher nicht vergessen. Ich glaube, dass da ein Autosave da ist, aber. Muss ich da selber speichern? Manuelles Speichern. Aber es ist mit Sicherheit ein Autosave drin, das darf mich wundern, wenn nicht. Das ist. Yep. Eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Und wann? So, Purex und der Timo Beck schreiben: Yo, dachte ich mir schon, das ist sehr, sehr auffällig platziert, dass das Gegenstände aus den ersten drei Teile sind. Ja, mal schauen, vielleicht fixt es mich so hart, oder? Dass ich eine spanische Dublone aus einem deutschen U-Boot. Mitten im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Lass mich raten, der Soundtrack ist aus den alten Spielen. Da wird mit Nostalgie gespielt. Was völlig in Ordnung ist in dem Fall. Was haben wir da noch? Die schauen wir uns alle an. Für die Leute, die Uncharted 1 bis 3 gespielt haben und sie auskennen. Objekt untersuchen. Oh, das ist garantiert ein Foto aus dem ersten, zweiten, dritten Teil, oder? Hundertprozentig. Was steht drauf? Found this on my old camera. Thought you'd like to have it. I. Wer immer I ist, weiß ich nicht. Werden wir schon herausfinden. Münze Eldorado. Shiva Shambhala. Der Kirmokar-Beinbauer. Der weiß zauern schon wieder komplett aus. Erster Teil, okay. Weiß jemand zufällig, von wann der erste Teil ist und für was für PlayStation? War das nur PlayStation 2 oder war es schon PlayStation 3? Da haben wir noch was. Shambhala! Hat gerade jemand geschrieben. Objekt untersuchen. Ist das wahrscheinlich Teil 2? Fehlst mir, Kumpel. Oder? Du fehlst mir, Kumpel. Das ist wahrscheinlich Teil 2. Nate and Tenzin. Ja, dann findet man wahrscheinlich noch so ein Ding vom dritten Teil. Weg damit. R für lesen. Ja, ich kann es so auch lesen. Das ist schon in Ordnung. Dann schauen wir da. Was haben wir da noch? Irgendein Applaus. Für dieses Zeug sind so viele Männer gestorben. Wenn man das ist, keine Ahnung. Schütteln. Ah, dann wird's blau. Oder dann leicht's blau. Mit Sicherheit auch aus irgendwas. 2007 ist der erste Teil. Also fast 20 Jahre alt. Das ist halt schon krass, gell? Was haben wir da noch? Sir Francis und seine raffinierten Rätsel. Sir Francis? Was haben wir da noch? Nix. Ah, da ist sofort der andere Soundtrack. Kommt hundertprozentig aus den anderen Spielen, wo diese Gegenstände vorkommen sind. Da haben wir noch was. Da noch. Ah ja, das scheint aktuell. Oh, das sind. Ist das vielleicht die Gefängnisuniform von damals? Und. Schauen wir mal. Oh, jetzt kommt der Bruder. Nein. Ah, will er nicht. Ja, ja, ja. Aber wir haben das Kreuz noch. Los! Ja. Piratenschatz! Mr. Dismas. Ja, gut. Teil 3 war die Scheibe, schreibt der Kalubren. Ja, natürlich ist es ärgerlich, dass ich die ersten drei Teile nicht kenne, aber ich glaube jetzt nicht, dass die zwingend notwendig sind zu kennen. Was auch immer das ist. Da steht da irgendwas um. Jewel M steht drauf. Da haben mehrere sicher die Mackerl dotten. Eine mit dem Hufeisen und eine mit dem Dodenshell. Was haben wir da noch?
Ja, und das ist wahrscheinlich ein Foto aus Teil 3. Nummer. Nehme ich an. Iram of the Pillars, was auch immer das ist. Nur da. Ah, wenn mehrere Text unten ist, steht tatsächlich oben lesen. Na, lesen wir's. Hi, Nate! Wie geht's? Ich habe meinen üblichen Unfug getrieben. Nichts Großes, aber genug, um die Heizung am Laufen und das Weinregal gefüllt zu halten. Mehr brauchst du nicht. Ne? Flaschen Wodka und ein Lagerfeuer. Ich habe Wind von einer Sache bekommen, die genau das Richtige für dich sein könnte. Solltest du deine Meinung jemals ändern, wäre ich immer zu einem kleinen Ausflug bereit. Liebe Grüße von Chloe. Oder wie manch... Ich habe irgendwann einmal nicht gewusst, wie man Chloe ausspricht, wenn man es liest. Ah, my suggestion war Chloe. Ja, manche wissen, wen ich meine. Manch einer weiß, wen ich meine. Irgendjemand schreibt Chloe, die geile Sau. Darfst du schon schreiben? Ja, wir haben ja den Erwachsenenkanal. Was auch immer das ist. Aber es fühlt sich genauso an. Drei so Notizheftel, drei vorherige Teile und alle kriegen schon wieder Herzallaugen. Jetzt, hoffentlich kommt der in Teil 4 auch vor. Hoffentlich ist es scharfe Mieze. Scharfe Mieze kommen. Was ist dieser Wasserpistole? Ja. Aber. Echt jetzt? Kommen Sie. In Deckung. Zwingend. E-Spielzeugwaffe. Was tun? Schwarze. Nimm das. Lass dich nicht überrumpeln, Nate. Ist das Munition oder was ist? Okay, und das. Frissplastik. Frissplastik. Kann weitergehen. Aber wo schießen wir jetzt hier? Ich weiß nicht. Hab dich. Weißt du, was mir so ein bisschen abgeht? Ein kleiner weißer Punkt, dass ich grob vorher schon sehe, wo ich hinziele. Ich mach instinktiv natürlich so und bin meilenweit drüber. Da fällt mir so ein bisschen ein... Was mich jetzt auch noch interessiert, ist, wie wir vorher das noch gewechselt haben. Ihr geht dann nicht automatisch wieder in den Deckungsmode um, wenn ich da jetzt. Ich hätte gerne eine Taste so blub. Und dann muss ich einfach nochmal. Ja, gut. Spielzeugwaffe voll, ich weiß nicht, auf was ich schießen soll. Auf das da. Aufs Licht. Klonk, klonk, klonk. Dann. Wie ein Profi. Ist gut. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, was wir mit mir machen müssen. Ich sag das, was es ist, aber ich glaube einfach wild Munition verballern. Sehe ich das richtig? So, alles. Und tschüss. Und jetzt? Schau für Mizi, wo? Hey, Nate! Kommst du runter? Das ist ja. Elena! Ist ja, Elena auch? Schau für Mizi? Weiß ich nicht. Wo geht's denn da runter? Ich hab da hinten irgendwo hab ich eine Luke gesehen. Da geht's, hab ich. Hab ich schon gesehen. Da. Runter so, mit dir. Schluss mit den Spielchen. Schluss mit den Spielchen. Nochmal kurz Schieß-Tutorial, weil warum nicht? E-Spielzeugwaffe. Den nehme ich um. Nächstes Mal. Ach verdammt. Er legt es einfach wieder hin. Kannst du mal nicht einstellen, sagt der Spornickel. Schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich glaube, dass es heute noch nicht so wichtig ist. Geschossen haben wir wirklich noch nicht fei, obwohl wir schon in Kapitel 4 sind. Das ist interessant. Ich habe eigentlich mit mehr Peng-Peng gerechnet. Dafür ist ziemlich oft auf uns geschossen worden. Was haben wir da so? Schönes Schlafzimmer. Schaut okay aus. Was das? Sofort die Muscle Memory der letzten 2,5 Monate bis vor kurzem sagt mir sofort Ausschau halten nach Bale in The Last of Us 2. Auf das schaut das Badezimmer zu gut aus. So. Haben wir einen Apple da stehen? Natürlich haben wir einen Apple da stehen. Elena, schau für mich, da bin ich gespannt jetzt. Bin ich sehr gespannt. Ich bin immer noch fasziniert, Grafik ist wirklich on point für 8 Jahre Space. Wirklich anders krass. Man schaut einmal das so. What the fuck are you doing, Naughty Dog? Oh, schau hier, sogar mit Spiegel. Das hat Cyberpunk nicht auf die Reihe bekommen. Elena Mizi! Ich habe recherchiert. Ah, so nennt für alle Fußfetischisten unter uns. Wirklich? Gern geschehen. Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Gut. Oh, ja, na klar. Danke. Für alle Hinterkopffetischisten, gern geschehen. Da, Elena, danke. Das Essen holen. Was für Essen? Ah, da ist das Essen. Okay, ich hole das Essen. Ich hol das Essen, was gibt's denn? Das schaut ein bisschen aus wie ein Apfelmüsli. Herr Bernie, ein Heteropärchen und ein weißer Mann als Protagonist. Ich käme noch nicht aus. Ich warte noch, bis er stirbt und ich dann. Und. Eine non-binäre. Okay. Nera, ich weiß nicht, ein non-binäres Etwas spielen. Hast du es geschafft? Ja. Oh ja, schon. Naja, kann man schon lassen. Wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Boah, hab ich Hunger. Ja.
Sieht gut aus. Also, nur mal deinen Tag. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Mhm. Ein typischer Tag im Paradies. Mhm. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Mhm. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. Gott, die Hassleute, die ist. War denn interessanter Müll dabei? Und Lauern dabei. Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben ein Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge wäre, sobald man aus dem Flieger steigt. Also... Oh oh, der Drang nach Abenteuern. Hey! Was? Was kriegst du auf, wenn ich was erzähle? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Ach, wirklich? Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Achtung, und Frage, was ist gegangen? Artikel? Genau. Was? Was? Der hier? Sehr gut. Sehr gut. Flüge von Bangkok, die Bewohner von Bangkok, verschollene Stadt Bangkok. Die verschollene Stadt Bangkok, es geht natürlich. Naja, die verschollene Stadt Bangkok. Nein, nicht um Bangkok. Verschollene Städte bei Bangkok. Inner- und außerhalb der Stadtgrenzen von Bangkok. Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Was ist denn sie für Schauspielerin? Wer ist denn? Weißt du was? Ich komme mir so bekannt vor. Wirklich? Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, wenn es nur die Genehmigungen Niemand. Sind. Du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, zwei Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht annimmst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Da ist er, das Heftigsten drin! Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, 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 dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich habe dich spielen sehen. Ja. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich? Was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Was ist? Oh, wow, okay, Cowboy. Oh! Okay. Oh. Zu und lerne. Oh, der sounds right in the fields, Alter. Ah! Ah! Das ist es? Nein, es muss laden. Right in the fields! Right into my meow meow! Das dauert ganz schön lange. Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay, es gibt nichts. Los geht's. Ach komm, halt doch dein Maul. Wie gut, kann ich das spielen? Gibt's ein Problem? Gut, das war nicht. Nein. Oder sogar originaler PS1-Controller. Wie geil. Wie cool gemacht. Wie kriegt man es zum Laufen? Muss die Starttaste drücken. Ich hab's. Ach komm, hör doch auf. Okay. Lauf auf die Kamera zu. Bin das jetzt ich? Zurück. Ach komm, hör doch auf! Achtung, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Retro-Reise zur ersten 2024. Wir spielen mit PS1 Crash Bandicoot. Geil! Alter, Birgerin, dein Ausflippen. Birgerin, dein. Oh, oh. Ja, ich laufe einfach den Felsblock weg. Lauf einfach davor weg. Ich laufe weg. Ich hab dem Felsblock nichts getan. Bleib denn. Ich hab dem Felsblock nichts getan.
Konini irgendwie. Ah ja, genau. Alter, absoluter Todesflashback! Todesflashback! Oh ja, gut gemacht. Best Game ever! Was ist das? Und Ox! Ein Beuteldachs. Sieht nach Fox. Oh shit, fucking Carl. Ich bin gleich überruhig. Zerstör die Kissen. Ich hab das nicht in Erinnerung, das ist so. Beuteldachs. Was du ihn? Er macht das eben. Oh. Das ist nicht sehr realistisch. Oh. Er ist ein Fuchs und er macht das eben. Oh, ja, ah! Das zählt nicht als Topf! Das zählt nicht als Topf! Mal jetzt aber so. Ich eben sammeln. Warte mal. Alter, wie gut. Muss ich jetzt wirklich Crash Bandicoot da durchspielen oder was? Das ist ein Witz, ey! Los, Mensch! Spiel mal scheiße schwierig damals! Übrigens, Füchse können das nicht. Übrigens, Füchse kennen das nicht. Da hat er absolut recht. Hast du schon mal einen gesehen? Oh, oh. Aber sie tragen bestimmt keine Turnschuhe. Füchse mit Turnschuhen. Oder nicht? Nein! Verdammte Scheiße! Was? Kreis, Drehangriff. Oh Mann! Ich hab sie in die krassen Flashbacks. Crash Bandicoot war mir damals schon schwer. Nicht so schlecht. Was soll denn der Kass? Ah, oh, nein! Jetzt hab ich. Jetzt hab, warum, Alter, warum schauen ich in einem Crash Bandicoot Spiel in Chat sag? Warum schauen ich in den Chat sag? Sag! Okay, was? Bye. Das war's? Selber schuld. Das habe ich nicht kommen sehen. Ziel. Du kannst da das nochmal versuchen. Und komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreißen? Wir kommen zum 40. Sterben in Season 7. Weißt du, red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? And now kiss. Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm her. Hey, mach schmusen mir, was wurscht. Stefan! Crash Bandicoot muss auf die Retro-Reise. Na, das wird eine Höllenqual für mich und für euch zum Zuschauen. Noch nicht geöffnet. Und jetzt eh für Smashen. Geschlossen. Schwarzer Bildschirm. Oh Mann. Aber Cutscenes sind schon gescheit lang. Okay, ich komm ja schon, Ist ja nur cool. Arschloch. Solange es gut gemacht sind und solange sie dieses Level halten. Ja, kann ich helfen. Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Was hab ich gesagt? Etwa ihre Größe. Etwas schlanker. Aber er sieht jetzt zum ersten Mal noch 15 Jahre. Graue Schläfen. Das ist nicht echt, oder? Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Wow, okay, langsam. Wie? Ich dachte, du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber... Briefschreiben und so ein Scheiß. Ich habe telefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort. Du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten. Das wäre ich fast. Legit. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der checkt gerade nicht, was gerade passiert ist. Stell dir vor, du meinst, der 15-jährige Bruder ist tot. Dann habe ich vor der Haustür und klingel. Okay. Jetzt geht's natürlich ab nach Malaysia. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, Könnt oder? Könnte sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu okay. mir? Langsam. Setz dich. Erzähl mir von dir. Total ist raus, schreibt der Timo. Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss. Du hingst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst?
Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Okay, um die Zeit, die Timeline da so ein bisschen einzuordnen, glaube ich zumindest. Wie gesagt, ich habe die ersten drei Teile nicht gespielt. Aber die ersten drei Teile spielen zwischen dem Tod von seinem Bruder, wo er meint, und jetzt. Drake seinen Tod vortäuschte? Ja, okay. Und das hat er. Ich habe den Sarg entdeckt. Vor der Küste Panamas? Ja, ja. Und jetzt erzählt er seinem Bruder die ganzen Geschichten aus Teil 1, 2 und 3 und eventuell das, was wir jetzt erleben in Teil 4. Der Boden ist sein altes Tagebuch. Verarschst du mich? Cool, cool inszeniert. Cool. Ja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört und wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja, ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Werner Chris. Nein, es ist wirklich unglaublich. Hab mir ja gedacht. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hm. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, den... Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten, sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Er schaut schmieriger aus, da hast du recht. Dann erzähle ich ihr von dir. Mist, ich muss ihr von dir erzählen. Nathan. Er ist jetzt der Verräter. Ich stecke in Schwierigkeiten. Geht schon los. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. Liest du heute gar nicht? Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen. Sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja, sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Das ist wirklich du wie kannst ein es dir sicher vorstellen. Das ist wie ein Film, Alter. Ich sitze ohne hier einfach zu. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Oh. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Señor Alcázar, me alegro verlo. Ausbruchssequenz, die schauen wir uns auf alle Fälle in Ordnung. Kannst du mir du Gift draufnehmen? Samuel. Bist du bereit, dein Glück zu suchen? Er schaut wütend aus. Er lässt sich da mit den falschen Leuten ein. Was soll denn machen? Also ganz ehrlich, was soll denn machen? Und ich hab gewusst, dass er noch lebt. Es war zu. Ach du Scheiße. Los demás están en posición. En camino. Todo va de acuerdo a Ja, lauft mal und verpisst mal uns. Gibt's noch mehr Knarre.
Wird jetzt doch mal zum Schießen. Seit ich hier reingekommen bin. Mit einem Drogenkartell einlassen in Malaysia ist sicher eine richtig gute Idee. Ah, Olivetta tot. Wenn wir eh schon einen umgebracht haben, scheißegal. Bitte, was ist die Szene? Was? Ja genau, das hat mich auch gerade gedacht, Herr Dampfler. Darum ist das wahrscheinlich jetzt die letzte Sequenz. Ich habe jetzt nicht damit geredet, dass er vor mir 10 ist. War doch gerade das 12. Was ist der verfickten Hölle? Verdammt. Okay, der hat sich jetzt. Also ein bisschen aufpassen, was ich tun muss. Weil sonst weiß ich wieder nicht, wo ich drücke und hingehen muss. Kann ich die Flaschen nehmen? Nein, kann ich nicht. Was ist das da? Ah, ganz klar, Nazi-Zeitung. Komm schon. Ja. Ich bin hier schon unterwegs. Wo gehen wir hin? Oh, krieg Knarre. Ich krieg Knarre. Oh, jetzt wird's zum Schießen rein. Grüß eh fix. Hoffentlich fliegen die Kugeln jetzt einigermaßen gerade und nicht so wie auf dem Boot. Da haben die irgendwie, was die drin haben. Hector, damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Damit löst du einen verdammten Aufstand. Ja, natürlich, das ist der Plan. Was? Das sind Gefangene, oder? Gefangene dürfen wir nicht schießen. Halten Sie mir nur zu zielen, drücken Sie mir. Ja gut, das kriegen wir ja gerade noch hin. Okay. Okay, auf E mit einer Position. Das ist verrückt! Ich weiß nicht, wo wir hin. Action! Na, sag mal! Nolan! Ist da noch einer hinten? Nein, Nolan! Ich hab keinen Moon! Wieso hab ich keinen Moon? Was tue ich ohne Moon? Moon ist da hinten. Oh, ganz schlecht. Oh, ganz schlecht. Das ist wieder doof. Okay, ich hab's einfach umgebracht. Okay, passt. Okay, müssen wir ein bisschen besser zielen. Hab ich schon gesehen, der hat losgeballert. Hab ich gesehen? Entdeckung! Genau! Wir haben nichts durch. Ja, will die Kugeln fressen, die! Oh! Okay. Geben Sie Deck und verstecken Sie sich im. Oh! Siehst du? Der gute Gerät! Funktioniert! Der gute Gerät! Schusswaffe wechseln. Und was jetzt? Okay. Estamos en posición. Und ein Nolan? Sí. Busquen donde cubrirse. Das Schießen fühlt sich ein bisschen schwammig, muss ich ganz ehrlich sagen. Samuel, geh in Deckung. Ist... Was? Warum? Aber wo? Wo gehen in Deckung? Wow! Heilige Scheiße, ist okay. Heilige Scheiße, Alter. Das trifft's auf den Punkt. Gut. Auf dem Kopfziel. Das ist nicht so einfach mit so einem Scheißkreisding. Muss ich sagen? Damit. Das ist mir auch da. Immer nur ein bisschen laut. Nein, das kann man nicht, bitte. Ich sehe nicht. Okay, hab jetzt nur noch Headshots. Was haben wir? Oh, jetzt haben wir einen Sturmbeer aufgeklappt, hab ich gespannt. Der muss mir halt helfen dann. Da kann ich so schnell um den Antrieb, wie ich will. Ich möchte aber instinktiv aufs Schiff drücken. Was? Oh shit. Zum Schulterwechsel? Was? Ah, okay. Ja, das macht Sinn. Nein, die MP nehmen wir nicht mit. Die MP ist scheiße. Oder ein Recoil wie ein Arschloch! Ich streng mich um im Headshot, aber da war halt einfach das. Okay, andere Waffen. Wo ist der Gegner? Okay. Nochmal. Ist sonst noch jemand da? Nein, hoppla, oben springen. Munition mitnehmen. Munition. Komm schon.
Pass auf, jetzt müssen wir da ganz kurz einmal schauen. Jetzt pass mir auf. FHL ist das Beste, Sie zielen. Jetzt pass mir auf. Ich brauche halt den kleinen Punkt grob, wo ich hin tue. Aber wo ist das? Anzeige, Rendering, Monitor, Anzeigenmodus. Das ist wahrscheinlich nicht. Das ist bloß Intensität. Nein, das ist nicht. Verbesserte Tastbelegung, Spiel vielleicht. Untertitel, Spieltipps, NSC, MQ ein. Kein Hard-Modus aus, Rumble-Pause, Minimum-Foto. Wo kann denn das drin sein, wenn es das gibt? Aber gut, ist jetzt am Schluss auch nicht mal so wichtig. Drauf geschissen. Drauf Samuel geschissen. Entdeckung. Samuel Entdeckung. Was haben wir vielleicht irgendwie. Samuel, gleich sind wir entweder frei oder tot. Munition. Bist du bereit? Oh, müssen wir Deckung gehen. Was, wer schießt denn jetzt wieder von wo? Jodlier! Gesundheit wiederherzustellen. Ja, da ist nirgendwo ein Platz! Sie kommen noch da raus! Nein! Nicht, nein! Das war aber ein flinker Headshot, mein Freund. Das war ein flinker Headshot, mein Freund. So, Munition. Nein! Nimm das Ding. Wo ist er? Da oben ist er. Da. Bing, 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 bing. Einfach in Kackerlei geschossen. Scheiß der Hund. Nehmen wir das Ding wieder. Passt schon. Samuel, zurück! Samuel, zurück heißt's. Ob es das gibt beim Kontrollenfahren? Ach du Scheiße. Ja, berechtigt eigentlich. Es gibt halt auch diesen Autozielen-Modus. Da kannst du dann wahrscheinlich, ist es ähnlich wie in The Last of Us dann, dass du automatisch in die Richtung zielst und dann automatisch. Ja, eigentlich. Was machen die jetzt wieder für eine Clownsleistung? Ach du Scheiße, Alter, was ist denn das für ein Ding? Alter, der ballert bei Deckung kaputt! Was tun wir mit dem da oben? Blindfeuer! Hätte er da noch mehr auf zum Schießen? Ich hoffe es! Shit, Alter, der ist. Und jetzt? Wow! Siehst du? Ach, da war eine rote Fessel gewesen, die habe ich gesehen. Oh, ich muss noch mit drauf schießen. Ups, mein Fehler. Oh, ist aber noch lohn. Warum explodiert noch nie der Ignus? Auf dem Steam Deck sehr hilfreich, die Hilfe. Ich werde es wahrscheinlich auch einschalten. Wie man wieder. Oh oh. Was ist jetzt? Halt, stopp, bin jetzt gestorben. Und. Ein Topf ist Topf, Kinder, ihr wisst, was das heißt. Allerdings habe ich jetzt nicht kapiert, dass ich stirb. Naja, gut. Okay, da habe ich nicht registriert, aber wahrscheinlich muss ich da in Deckung gehen. Oder? Eliminalo! Merkt ihr immer den Dopf, den der mir geleitet sieht? Ich kapier gerade, muss ich da schnell oben springen, sonst kommen sie von hinten, sehe ich das richtig? Ich spring einfach mal. Spring mal. Du musst uns wahrscheinlich schicken. Oh nein, no, der Raketenwerfer, Mann! Okay, ich hab schon verstanden, das mit. Ich müsste da nicht schnell gehen. Achtung! Ich hab schon verstanden jetzt. Ich kann schon gegen die Leute gegenüber kämpfen. Was soll ich machen? Die schießt frontal, da laufe ich nicht rein. Herr Dominik, haben Sie sich hinein. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ich glaube, da sitzt er dann eh. Wir schauen uns jetzt noch die Katze an und dann, glaube ich, sehr hübsch. Aber beendet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir haben da ein grandioses Spiel vor uns. Das ist alles, was ich weiß. Außer wenn der Bürger wieder kurz verwirrt ist und zwar mal stirbt und nicht weiß, warum. Nein, mir geht's gut. Beziehungsweise wenn er kapiert, dass er überhaupt stirbt. Ihr, du bist dehydriert. Ich bin dehydriert. Danke.
Also. Liken nicht vergessen, bevor es ins Bett geht. Was dann unterhalten wir uns ein kurz und dann ist der Abend schnell wieder gelaufen, wie ich ankomme. Das ist Wahnsinn. Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lang? Der ist im Gefängnis gesessen. Was soll ich sagen, bevor ich anfange? Du weißt doch, wo er ist. Ja, stimmt. Okay, aber hör zu, es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte doch mal. Hey, leise, ganz ruhig. Oh. Ich mag dich, Samuel. Und noch wichtiger, ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Lame und Cuccio. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre. Wie lang? 6 Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. 3 Monate. 3 Monate sind unmöglich. 3 Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. 3 Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Ja, Christian, es stimmt. Es hat ja ganz viel von Escape from Alcatraz. Ja, hier. Da gibt es ja diesen alten Alcatraz-Film. Und das habe ich auch gedacht also, in die Woche. Nächste Stadt. Na, ich sag schon, unsere Gehirne verschmelzen. Da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Ja, Rainer, da hast du recht. Die Synchro wenn ich ihn finde. Was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Wenn er swept, der Samuel. Ein Schuss wieder schon schlecht aus. Muss man sagen, da hätte man sich mehr Mühe geben können. Alcazar lässt mich gehen und. Und ein bisschen a way out. Hier sind wir. Verbrüder. Das ist übel. Und so weiter. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und. Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des Heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und, ich wette, dass Rafe das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismas-Kreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Mhm. Na gut. Wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern sie und zwar in 3 Tagen. Auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarktauktion? Tja,
Man braucht nicht. So wie man aus dem Waisenhaus rauskommt. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine zweite Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh nein. Nein, Mann, echt, ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Was weiß ich, Leute wie... Ist Kelly Klopp-Handy. Nein, er ist mein Mann für solche Sachen. Auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an, okay? Ich brauche dich dafür. Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcazar. Fühlt sich Uwe miteinander im Film schon. Ist ein bisschen seltsam und wirklich ein bisschen fui. Um ganz ehrlich zu sein, sind schon sehr fui lange Cutscenes. Jetzt war es dann mal wieder an der Zeit, dass ein bisschen mehr. Sie wissen schon, kommt. Ich weiß, aber. Bleibt das so? Wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia. Falls jemand weiß, so extrem fui. Wir haben, glaube ich, die letzten dreiviertel Stunden nur Cutscenes geschaut. Habe ich das Gefühl. Cutscenes wären weniger. Ja, da dachte ich mir auch. Es hat mich stark gewundert. Ah ja. Und jetzt halt im Anwesen einbrechen, das Teil klauen und... Siehst du schon was? Es wird viel weniger. Ja, Obergenom, es ist gut, um Gottes Willen. Aber wenn es jetzt 15 Stunden oder hier geht, dann da die wird schon zweifeln. Alles gut, wird ja weniger. Alles gut. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Und das hier ist allerdings etwas, das werden wir uns nächste Woche schon am Montag. Das so viel dazu. Weil nächste Woche weiß nämlich ich nimmer, was wir uns jetzt da anschauen, wo wir hin müssen. Duke! Guten Morgen, everybody. Kann ich da überhaupt speichern? Ja, kann ich tatsächlich. Oh, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei dem Spui. Jeder, der das Spui schon kennt, oder jeder, das war jetzt keine Beschwerde, dass so lange Cutscenes sind. Es fühlt sich nur für mich so seltsam an, wenn ich teilweise 10 Minuten einfach da sitze und einfach zuschaue so und kurz in meinem Deppenhirn vergieße. Ah, Moment mal, da läuft nur ein Stream. Andi! Chef, es ist jetzt 20.30 Uhr. Ja, wo bist denn du wieder? In Portugal? Oder irgendwas habe ich da vorher gelesen. So! Freunde der Sonne, an alle, die sich... Entschuldigung. Sofort wieder verpissen. Like-Button nicht vergessen. Abo nicht vergessen, Glocken aktivieren nicht vergessen. Und dieses Gefühl ist berechtigt, Meister. Was für Gefühl? Dass wir ein gutes Spiel vor uns haben, ja. Das, keine Ahnung, dafür habe ich genügend viel gespielt in meinem Leben, dass ich das aussage. Das Einzige, wie ich jetzt gerade gesagt habe, ich habe Angst. Jetzt habe ich noch nichts dagegen, dass die Cutscenes so ausschweifend sind und halt die Geschichte einleiten. Das ist sogar ziemlich cool, vor allem, weil es qualitativ extrem hochwertig gemacht sind. Aber wenn es in 15 Stunden, 12 Stunden Cutscenes sind, dann wird es irgendwann happig. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas dann so gut bewertet wird, wenn es so wäre. Ich habe ja gesagt, Storygame. Ja, um Gottes Willen. Wie gesagt, ist ja nichts Schlimmes. Erst wenn wir 15 Stunden, ja, wenn wir auf alle Fälle, wenn wir wieder weiterspielen, spätestens nächsten Montag, 20 Uhr, sehen wir uns da wieder. Wir sehen uns aber mit einem neuen Format in dieser Woche noch, und zwar Micke. Und zwar mit, eine Anzahl gibt es nicht, aber mit ORAIDG 1 Euro Kackspiele. Ja, richtig gehört. Was soll man da machen? Ich hab's in Discord habe ich reingeschrieben. Micke, kaufe auf MMOGA, das soll keine Werbung für MMOGA sein oder sonst was, aber das ist das Allereinfachste. Da gibt es so Steam-Key-Bundles, Random-Steam-Keys. 5 Stück für 3,50 €. Dann werden wir mit unserem Micke hersitzen. Ich weiß vorher nicht, was das für Spiele sind. Ich werde bei Steam den Key eingeben, aktivieren und was kommt, kommt. Und das, was der Sprengi fragt, wir spielen schon wieder Skull & Bones. Na, das kostet leider nicht unter 1 Euro.
Leider nicht. Und dann, wenn die, ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich sag das, was ist. Das kann absolute Scheiße werden, wie halt so oft. Dann wird's nur zum Fluchen. Das kann sau lustig werden, weil es halt einfach Crap-Spiele sind, die man nicht ernst nehmen kann und dann wird er einfach Blödsinn draus. Oder es ist eine Indie-Game-Perle dabei, die richtig gut ist. Who knows? Wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen. Treffen wir uns am Mika um 20. Und nicht vergessen, diesen Freitag, 20 Uhr, Last Epoch. Da müssen aber die Leute, da müssen sie Bock drauf haben. Weil Last Epoch ist ein ARPG, sowas wie Diablo 4 oder Path of Exile. Und es ist zugegeben wahrscheinlich ein wenig trocken für Leute, die das selber nicht spielen. Oder das ist halt wirklich umeinander rennen und auf Viecher drauf prügeln. Das war's. Und da werden wir auch nicht recht viel sehen. ARPGs und der Weg bis ins Endgame ist meistens sehr lang. Da redet man mindestens von, ich weiß nicht, wie lange ein Last Epoch ist. Ich habe mich noch nicht so damit auseinandergesetzt. Herr Schleinkofer! Ah, Herr Schleinkofer, ich hab mäßig gesagt, glaube ich, hab's nicht gelesen. Fuck, Birger, du hast mir da am Anfang die Zeit nicht gelesen. Doch habe ich, dann nimm den Euro für ein Spiel für den Mittwoch, geht auf meinen Nacken. Merci, dann kaufe ich mir 6 und nicht 5. Herr Schleinkofer, es tut mir leid. Es ist am Anfang wieder wie immer irgendwie leicht aus dem Ruder gelaufen. Da komme ich nicht mehr mit. Sorry, was ist. Jawohl, wie schaut es eigentlich mit Palworld aus? Da gibt es keine konkreten. Mich stickt jetzt einfach momentan. Es kommt nämlich, Last Epoch war jetzt sehr lang im Early Access. Es kommt am 21. Das glaube ich ist der Mittwoch oder Donnerstag. Kommt aus der Early Access raus, also dann ist offizieller Release. Und da habe ich mir gedacht, ja, neues Spiel, das nimmst du gleich mal mit. Außerdem interessiert es mich ja persönlich für einen Offstream, weil Diablo 4 einfach momentan volle Kanone die Biege macht, sage ich ganz ehrlich. Ich sage bloß 65 Euro. Einhorn-Skin und keine Ahnung, wo ich mir schon wieder denke, komm, hau mir ab. Ja, Mann, Blizzard, warum? Ah! Weil man, ich glaube, die Waffeltrage ist ja da, eine berechtigte Kritik natürlich auch von letzter Woche noch, dass ich nicht im Diablo 4 Shop nicht so gepulvert habe wie bei Skull and Bones. Das ist richtig, das fangen wir uns jetzt dann an. Wenn mir auf mein 70-Euro-Spiel ein 65-Euro-Skin hinten geworfen wird, dann muss ich mir wirklich. Hör mir auf, du. Furchtbar. Zum Kotzen. Oder ein Hentai-Game. Ja, es ist jetzt die Frage, wenn du ein Hentai-Game rauskommst. Ich weiß nicht, ob du ein Hentai-Game rauskommen kann übrigens am Mittwoch. Wer nicht weiß, was ein Hentai-Game ist, kann ich euch nicht erklären. Müsst es googeln, hilft nicht. Ja, dann müssen wir es überspringen. Oder jemand kennt es vorher schon. Ich weiß, dass wir mich irgendwelche Weeps da erinnern, sagt es nur, was ist. Der mir dann sagt, zeig mir da Kahe, Nippel oder Titten oder Nippel oder Titten. Kahe, Nippel, Titten, Pimmel, irgendwas. Manga Depp, dann können wir es nicht spielen. Ja, ist jetzt schwierig dann. Das hilft euch nicht. Dann müssen wir den nächsten Key reinhauen und das haben wir durch. Wenn das Spiel bloß 10 Minuten hergibt, ja, dann nächster Key, overgeladen, nächstes Spiel. So viel werden wir durchkriegen. Ich glaube nicht, dass wir 5 verschiedene Spiele spielen, aber wir haben viel genug Futter da. Und ansonsten wieder Plätschmerz draus für den Rest. Also ich glaube nicht, dass wir da unter 2 Stunden fertig sind, 5 Spiele auszuprobieren. Egal, wie schlecht das sind und egal, was kommt. Ja, Herr Dominik, Herr Varga, hat mir wieder Alien Isolation angeschaut. Ah, das ist wirklich auch gut. Spielst du dann mal Subnautica Below Zero? Kann gut passieren. Ist durchaus möglich. Wir wissen noch gar nicht, was wir über den ganzen Sommer tun. Ich sag das wirklich, wie es ist. Es ist absolute Spieleflaute. Da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Und der erste Schritt ist jetzt mehr Uncharted 4. Ja, das steht schon relativ lang auf der Liste. Und das kommt jetzt. Das werden wir, ich sag das bis hierhin, das werden wir durchspielen. Das wird so 6 bis 7 Streams lang dauern, nehme ich ungefähr an. Es hat so bei, wie heißt die Seiten, wo ich da gerne nachschaue, es gibt ja extra Seiten, wo man Playtime für Spiele anschauen kann und die ist immer recht genau. Wir machen nur Main, nichts irgendwie Nebengeschichten und alles durchsuchen und so. Dann brauchen wir so ungefähr 15 Stunden. How long to beat? Danke, Springi. Absolut korrekt. Und da waren wir auch sehr genau dabei mit der Last of Us. Und ja. Der Chris Hunter schreibt, Spieleflaute vor seinem Birger. Es gibt doch so viele geile Indie-Games. Das ist absolut richtig. Darum lass mich fertig sprechen. Darum müssen wir uns ein bisschen was ausdenken, was wir deren. Und der einzige, ich nenne es jetzt einmal Ausweg. Das heißt Ausweg. Das haben wir letztes Jahr in Summe auch gemacht. Und es hat besser funktioniert, als ich das dachte. Indie-Games.
Ganz einfach. Ihr dürft es mir gerne im Discord Indie-Games vorschlagen. Schaut euch das so. Ich werde eine Liste führen. Werde mir das ein bisschen genauer anschauen, was kann cool sein, auf was habe ich vor allem auch selber Bock. Ich meine, ich mag auch nicht mehr jeden Scheißdreck spielen, weil ich schon einfach so fei Scheißdreck in meinem Leben gespielt habe. Und ja, und ich glaube, dass dieser der Random Factor auch am Mittwoch, der ist, glaube ich, ganz lustig. Cult of the Lamb zum Beispiel. Ja, genau sowas kommt dann auf die Liste. Das U-Boat, was ich gerne mal ausprobieren darf. Mich würde auch Helldivers 2 interessieren, sage ich dir auch, wie es ist. Aber da habe ich mich dieses Wochenende nur dazu entschieden, zu Last Epoch. Weil es mich einfach offstream und mich auch privat mehr stickt als Helldivers. Bei Helldivers 2, das ist ein Koop-Shooter, da kriege ich bei mir in meinem Spielerkreis wieder keinen Menschen dazu, dass er spielt oder kauft. Außerdem, wir schauen es in meinem Birdlike, Mr. Birdlike und Dampfler, euch so, Rest YBO so. Wir schaut's denn bei euch mit Helldivers 2 aus? Das ist, und ist sehr gut bewertet, dass Imato schreibt es auch. Es ist ein Third-Person-Shooter, wo du Bugs vom Planeten säuberst und ihn in Freiheit bringst. Ja, es ist ein richtig geiler, stumpfer Baller-Shooter und sowas habe ich auch schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Wird vielleicht auch mal wieder ein bisschen Zeit, vielleicht mal gucken. Aber das ist halt nichts für einen Montag oder Mittwoch, wo ich gerne so Story-Spiele hätte wie das hier oder so kleine Formate wie eben das Indie, das Random-Kack-Spiele-Ding und so weiter. City Skylines steht auch auf der Liste, Herr Burning Crusade, jawohl. Wir darf es noch einmal mit Hellblade nachspielen, also generell. Hellblade haben wir schon gespielt. Der Stream ist nur nicht auf online. Damals, ich stelle meine Streams, die VODs, die draus werden, erst seit letztes Jahr Oktober auf online. Ich streame aber schon seit über 5 Jahren, spiele jeden Montag, Mittwoch und manchmal am Wochenende noch zusätzlich. Wenn du diese Sachen suchst, musst du zu mir in den Kanal gehen, ein bisschen oben scrollen und dann habe ich eine extra Playlist, wo alle vergangenen Streams nach der Reihe drin sind. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir mir Hellblade im Sommer 2020 gespielt. Kannst du das hingehen? 20, 21. Was für Hellblade gibt es das 2? Es gibt doch nicht das. Was für Hellblade? Haben wir schon beim richtigen. Ich glaube, ich vertue mich gerade. Was ich mit Hellblade. Ist es nicht Senua's Sacrifice? War das nicht Hellblade? Dann nicht Hellbalde. Hellblade or Release. Hellblade 2 kommt am 24. Mai. Hellblade 1 war ein Babene-Spui, selbstverständlich spielen wir mir Hellblade 2 am 21. Mai. Da kannst du mit Gift draufnehmen. Aber es ist noch nicht da. Das hätte mich jetzt gewundert, weil das hätte ich gewusst. Aber ja, das ist definitiv auf der Liste, wenn es kommt, aber das, da ist er noch. Da sind noch 3 Monate hin. Mehr als 3 Monate. Das habe ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm für die nächste Zeit im Stream. Ich schmeiß nochmal Poppy Playtime in den Ring. Ja, weißt du, was ein Problemchen sind? Ich lese das jetzt im Chat und so und in 10 Minuten, wenn ich abgebaut habe, dann habe ich es vergessen. Darum ab ins Discord. Link zum Discord ist in der Beschreibung. Da haben wir einen Gaming-Schmerz. Einfach mich markieren, reinschreiben. Titel. Schaut dir mal an, wenn es Bock hast. Frau Meisel, das habe ich am Wochenende erst angeschaut. Was sagst du zum Spiel Heavy Rain? Eines der besten Spiele nach Uncharted, außer kommen wir 2010, aber auch verdammt geile Story und geile Grafik. Frau Meisel, ich merke schon, Sie haben Ahnung. Frauen mit Gaming-Ahnung, extrem selten, aber das gibt's. Das habe ich am Wochenende erst angeschaut. Ich habe Heavy Rain nie, ich habe angefangen einmal, wie es rausgekommen ist, das war noch PlayStation 3 Zeit, aber nie von einem Kumpel ausgeliehen gehabt, da weiß ich nichts mehr. Ich weiß ja, dass er am Anfang, glaube ich, in seiner Wohnung umeinander läuft und irgendwas mit seinem Kind da tut und weiter bin ich nicht gekommen. Also ich habe, glaube ich, 10 Minuten Playtime. Aber was ich mich noch erinnert ist, früher hat man ja, du hast ja die DVD oder die Blu-Ray in der PlayStation auch da. Und dann hat das installiert. Das hat ewig lang gedauert. Und während Heavy Rain auf dem Cover von Heavy Rain, was ein reines Story-Game ist, sowas wie Detroit Become Human zum Beispiel, das haben wir auch gespielt im Stream, und war auch tippitoppi, beide Daumen nach oben, hast du eine Origami-Anleitung gekriegt, um so einen kleinen Schwan zu falten, währenddessen das Spiel installiert. Das weiß ich noch. Das habe ich ziemlich cool gefunden. Der 21. ist aber ein Dienstag, Überstunde, dann spielen wir es spätestens am Mittwoch auf die Nacht. Um vielleicht am Wochenende gleich nochmal hinten rein.
wenn ich weiß, wie viele Stunden das Spiel dauert. Ich hoffe halt sehr, dass aus Hellblade 2 nicht so ein beschissenes 50-Stunden-Open-World-Scheiß-aus-Schinken-Ding machen, sondern ein richtig gutes, gutes Spiel, was waren es auch. Herr Schleinkofer, ich habe ihn nicht übersehen. Dann muss ich es halt noch beschreiben! Ich weise jetzt schon jegliche Schuld ab von mir. Was hat GTA und 2+1 uns 2+1 reicht gemeinsam? Wenn du einen Stern hast, wirst du verfolgt. Aber sobald du 2 Sterne hast, ist eigentlich vorbei. Herr Schleinkofer. Nicht so bass! Aber bei uns kann man es auch machen. Merci dir. Meislerin, ebenfalls merci dir. Und was ist bei Hellblade 2 gegangen? Bei Hellblade 1? Das war schwierig zum. Da geht es darum, sie hat, glaube ich, ihren Bruder verloren und hat aber so Gedankenproblemchen, so ein bisschen, ist, glaube ich, ein bisschen schizophren und so. Und sie, glaube ich, verarbeitet auf der Reise den Tod ihres Bruders, wenn ich mich richtig erinnere. Bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ist auch schon wieder 3 Jahre her. Aber es war ein gutes Spiel. Mit viel optischen Rätseln, an das kann ich mich noch erinnern, wo du so Formen in einer Reihe bringen hast müssen. Es hat auch ein Kampfsystem. Das war jetzt nicht super besonders, aber es hat gepasst. Es war ein gutes Spiel. Hast du Bloodborne schon gezockt? Kurz einmal angezockt, nicht durchgespielt. Ich bin zwar großer Souls-Game-Fan, vor allem von From Software. Das ist was, auf der Daddy auch noch gerne auf ein PC-Remake warten. Und ich bin ja so ein bisschen gemunkelt. Hey, Bloodborne könnte was dran sein, dass es eventuell als Remaster, zumindest nicht als Remake, als Remaster für den PC kommt. Dann bin ich all in, da kannst du mir Gift drauf nehmen. Reise nach Helheim, einer psychotischen Kriegerin, die den Tod ihres Bruders aufklären wollte und sich dabei selbst im Reich der Toten verlor. Schön zusammengefasst, ja, YBO. Hat da wahrscheinlich ChatGPT ausgeschissen oder Google, aber das ist ja vollkommen wurscht. Da war ich gar nicht so weit weg. Sie wollte. Es macht keinen Sinn, wenn ich sage, sie wollte den Tod ihres Bruders verarbeiten. Sie wollte den Tod aufklären und auf dem Weg, ja. War ziemlich gut gemacht, ziemlich krasse Grafik für damals, ziemlich krass sogar. Und da bin ich sehr gespannt auf den zweiten Teil. So! Und jetzt ist es so wie Ivy, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da filmt man schon was. Wir sehen uns am Mittwoch 20 Uhr mit anreitigen Kackspiele. Am Freitag um 20 Uhr mit Last Epoch. Schauen wir mal, da ist Open End an übrigens, deswegen ist er am Freitag angesetzt. Schauen wir mal, was das kann. Und Uncharted 4 geht nächsten Montag weiter. Ich wünsche Ihnen etwas. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte jede Menge Spaß, weil die 2,5 Stunden sind schon wieder schneller vergangen. Es wird immer krasser mit der Zeit. Keine Ahnung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Da waren nicht auch wieder einige dabei. Ich weiß nicht, was da momentan ist. Ist nicht Mika oder nicht Montag, sondern es ist, glaube ich, Member Februar. Keine Ahnung. Vielen Dank dafür und welcome to the squad. Danke an die ganzen Resubs und die ganzen Leute, die schon so lange dabei sind. Danke fürs Liken, danke fürs Donaten. Danke. Entschuldigung an alle, wenn ich irgendjemanden übersehen habe. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr. Wenn ihr kommt, der kriegt einen Finger im Po, Mexiko. Und jetzt schaut's euch! Wo wir da noch nicht schon viel früher drauf kommen. Schleichzeug, ich wünsche euch was. Wir sehen uns am Mika 20 Uhr. Hoi! Hashtag Strapse. Und jetzt hat Quadruple F noch schnell für die Mods reingeschissen und jetzt hat Schatz das Long Quins. Hoi!